Oh, time for some new nap. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ich habe keine Ahnung mehr, wie hier irgendwas ging. I am totally lost. I totally lost myself. Ich weiß, man musste immer mit den Events irgendwas machen. Scheiße. War ich echt hier? I can't remember. Ich glaube, ja. Ich hätte mir vielleicht irgendwie die letzten Parts nochmal angucken sollen oder so. Wäre hilfreich gewesen. Ja, aber weißt du, heute war mein Vater tatsächlich mal für einen Tag hier. Der kam aus Area. Und da habe ich gedacht, komm, willst du mal ein bisschen hier abchillen. Star Wars 3000, danke dir für den Sub. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Wird schon schief gehen. Ich habe ganz vergessen, ich renne im Bikini rum. I totally forgot about this. Okay, warte mal. Wie war denn das nochmal? Scheiße. I'm a bit outdated. Und X-Gamer, vielen Dank für den Sub. Und zwar ich so, danke dir für den Host. Kann ich eigentlich... Ich meine, ich weiß noch ein bisschen... Die Map hier war ich sowieso interessant, das weiß ich noch. Ist mir immer noch zu laut. System... Config... Nani? K. Danke, Echo Blast. Vielen Dank. Ich mach mal alles so auf 15. Das sollte hinhauen. This should do it. Ja, das ist viel angenehmer. Okay, warte mal. Der da ist... Komm ich da irgendwie hin? I will fucking punch you. Es ist so lange her. Okay, warte mal, das war so. Dann konnte ich den. Ich konnte aber auch. Ich konnte. Stimmt, das konnte. Ich komme langsam wieder rein. I remember shit. So ganz langsam. Na komm, da kannst du doch hoch, Sora, bitte. Ich sag ja, der Fehler, den du nie machen solltest: ein JRPG über Äonen nicht anfassen. Ja, doch. Oder zumindest, wenn du die Möglichkeit hast, mehrere Save-Files zu machen, so den vorigen Save-File einmal wieder anspielen. Dass du zu dem Punkt kommst, wo du warst. Oder so, ja. Geil, wir streamen seit 11 Minuten. Das war unser erster Panty-Shot schon. Nice. Ich mach guten Job hier. I get paid for this shit. Ich meine, so deep war Nap nur jetzt auch wieder nicht, so davon mal abgesehen. Das war das deepeste Game der Welt, also. Ja, ne, ich meine, was laber ich hier? Das lässt dich deine ganze Existenz hinterfragen. Echt mal. I don't even. I can't remember. Ich erinnere mich nur an gewisse Charaktere, die ich mochte. CC2. Ja, die habe ich auch. Nicht toll. Das Problem ist, ich habe total vergessen, was für eine Persönlichkeit sie hat. Sie hat eine Persönlichkeit. Ja. Ich habe es auch ewig nicht gespielt, ich weiß es nicht mehr. Ich renne hier gerade, also Neptune und Plutier sind sowieso dabei. Blank sowieso. Die ist, glaube ich, aktuell sowieso dabei. Mages, oh Mages habe ich total vergessen. Mages ist toll. Tekken mochte ich auch immer. Ja, mach mal doch schön Variety-Stream hier. So, du machst das eine, du machst das andere, weil ich lese gerade drin, Maymay ist lieber an Kingdom Hearts interessiert als an Nap. Aber es gibt natürlich auch sowas Beklopptes, das nennt sich Dual-Stream, war das? Mhm. Dann kannst du beide gleichzeitig gucken. Multi-Twitch, genau. Ja, Multi-Twitch, genau. Weißt du nicht mehr, ob das noch funktioniert? Ich habe irgendwann mal gehört, Multi-Twitch soll irgendwie von Twitch nicht geduldet gewesen sein oder so. Irgendwelche komischen Sachen, ich weiß es nicht mehr. Was? Warum das denn? Ja, ich weiß es auch nicht. Das wäre ja mal richtig retarded. Da hat mir irgendeiner wahrscheinlich einen Bären aufgebunden. Das klingt so nach dem Motto so,
Wie, du möchtest zwei deiner Streamer gleichzeitig unterstützen, also das ist doch mal lächerlich. Yep. Das wäre ja mal richtig retardorino. Müsste alles haben. Okay, Event. Ich weiß noch, Events waren Plot. Oh Gott, ich hab den fetten Armstrong komplett vergessen. Und Varichu, schwarzes Pikachu. Eine fehlt mir, eine Kiste. Multi-Twitch funktioniert noch, gucke gerade auch darüber. Ach, schau mal, na guck. Guck mal, Paddy macht das. Der Eddy. Der Paddy, Eddy. Ach, Paddy, nicht Eddy? Ja, Paddy. Ach so, ich hab Eddy verstanden. Nee, Paddy, cool. Ach so. Energie, Zoid. Na, hier ist scheinbar keine Kiste mehr. Muss die woanders sein. Wie weit bist du jetzt eigentlich? Ich jetzt? Ja. Disney's Castle. Erster Besuch. Ach du Scheiße. Also, ich darf gleich zur großen Tür, wo eine kleine Tür drin ist, hin. Son of a bitch. Das Einzige, woran ich mich jetzt noch an der Story erinnere, das ist so ein Alternativ-Universe-Shit. When you put it in fourth-wall-breaking terms. Wow. Bewerf mich am besten noch mit Stücken aus der vierten Mauer, why not? Oh, Experience Boost. So oft wie ich in den Critical Bereich kommen werde, wird das wahrscheinlich sehr nützlich sein. Gib mal her. Animal rights groups are gonna like how you touch me. Alter. Schön perverse Witze, ich mag es. Ja, das Spiel ist voll damit. Vor allem mit jeder Transformation einfach mal Boob Size plus 2. Außer bei Blank, die hat immer die Arschkarte. Blank ist das Flachbrustsymbol, ja. Die darf nicht größer werden. Okay, Summon ist dann jetzt auch erstmal Level Max, gut. Dieser Anzug hat 30.000 Credit gekostet? Alter. Self-aware Game Character sounds like Monica from DDLC. Nur dass Nap schon ein paar Jährchen früher da war. Und selbst davor haben es schon andere Charaktere gemacht. Ja, also ist halt. Fourth Wall Breaking ist nicht wirklich neu. Nee, es ist schon ein üblicher Turn. Macht mittlerweile jedes RPG-Maker-Game irgendwie vielleicht noch so sagen, so, was sind Knöpfe drücken, wenn sie im Tutorial sind oder so. Der älteste aller Witze. Allein das sind ja schon Fourth Wall Breaking Sachen. Meine Güte, wie viele kommen denn hier? Ja, jeder hat halt dann Boobs plus 2 nach einer Transformation. Das ist halt einfach mal Fakt. Außer ein paar Leuten, bei denen tut sich einfach gar nichts. Buchstabensalat spielt gerade Civilization 2 in einer Windows 98 VM. Was? Ist das in so einem Betriebssystem-Emulator dann drin oder wie? Probably.
Da wirst du von Gandhi genugt, während du auf einem Windows 98 Emulator spielst. War das nicht das Spiel, wo Gandhi dich nuken kann? Weiß es nicht. Virtual Box. Immer gehört. Ja, klingt so nach so einem. Das ist die eine Box, die mir jetzt gefehlt hat, wahrscheinlich. Oh, Torn Pages. Nice, ich kann nachher wieder zum Satanisten werden. Gandhi Nook war der erste Teil. Ah, ich wusste doch, ich habe da mal sowas gehört. Solltest du something? Weil du stehst schon wieder so hinter mir, sagt dem Motto. Ah, okay, gut. Nein, nein, um Himmels Willen. Nur jedes Mal, wenn du da stehst, habe ich immer das Gefühl, du gehst mir gleich an die Schulter. Weißt du, jeder in der Gruppe von Bösen ist eigentlich ein total cooler Dude. Nur, weißt du, dann haben wir hier fucking Fat Armstrong. Ja, ne? Und dann kommt der. Kommt so ein fetter Typ im Anzug. Und vor allem alt. Das kann man nicht sagen, du bist auch so ein ziemlich krasser Tank. Autsch. Alter Iris, calm yourself. You're thirsty as fuck. Ja, aber wenn man wenn halt so warmes Wetter ist, dann ist man schnell dehydriert. Also viel trinken. Cute little crybaby. Ich weiß nicht, ob das, ob mich sowas ermutigen würde. Nennt sie nur nicht Flachbrust, dann rastet sie aus. Ach hey, stay hydrated, Bot. Das Schöne ist, es regnet gerade. Es ist eigentlich voll angenehm. Gaudi, man hat's verstanden. Yay, finito. Mädchen, du hättest doch vorher einen Hammer. Du hättest sie noch vorher hauen können. Ich habe jetzt gerade das mit Discord hat mich vorhin total aus dem Konzept geschmissen. Ich dachte, mein Interface ist noch komplett falsch. Oh ne, bitte sag mir nicht, ich muss gegen ihn kämpfen in einem fucking Mech-Suit. Bitte nicht. What the fuck is that? What
Was ist das denn? Ach du Scheiße. Warum hat der fucking Mech-Suit? Stimmt, sie hatte so einen mega starken One-Target-Heal, da war ja was. Kannst du haben, achso, oder hast du schon genommen? Ne, kannst du haben. Ich hab noch ein anderes. It's okay. Aua. Ich meine, es ist echt Dr. Eggman all over again. Eggman. Eggman. I'm the Eggman. I got a master plan. Oh ja, dieses das Lied von Eggman, das ist so dumm. Aua. Alter. Hörst du auf? Hallo. Ich bin gerade am Stream. Schwach gegen Feuer, also. Autos summon, ja, als ob ich das brauchen würde. Accessories Flood ist natürlich schön. Alter, dafür, dass er so ein kleines Dickerchen ist, sei mal. Alter. Hab ich mehr erwartet. Ich hab mehr erwartet. Eben, der Mech hat sogar einen Schnurrbart. Das sieht so. Es sieht echt aus wie fucking Eggman. Alle tot. The Cornerstone, der keine Corners hat, weil einfach rund ist. Total logisch. Das ist eine dumme Kugel. Der Eckstein. Er also muss versteckt sein. Mann, den hatte ich ja noch gar nicht. Stimmt ja, es gab diese Achievements auch noch. Diese Mini-Achievements, sag ich mal. Alter, he good as dead. Mit Adornen, ruf den Kammerjäger und den Gärtner an. Hier haben wir einen Hund, eine Maus, einen Typen und eine... Meine Wack. Fat guy down. So viele Level-Ups immer. Ich habe nie mal Malefizes Obsession mit anderer Leute Schlösser verstanden. Nee, ne? So, ich will das haben, das ist meins. Statt sich selbst eins zu bauen. Wo der Bausparvertrag nicht gut funktioniert. Oder sie hat versucht, die Versicherung zu hintergehen, indem sie sich immer selbst killt und dann immer wieder aufersteht.
Ja, technisch gesehen bin ich gestorben, als ich in meine Lebensversicherung gekommen wurde. Jesus! Let's go. Fandaga. Habe ich hier jetzt einen Javis und Treasure? Ja, gut. Muss sie also nicht mehr zurück. Die haben definitiv zu viel Spaß daran. What the fuck, dude? Das ist das Einzige, was ich von Donald immer verstehe. Das ist... Lol, kam jetzt... Hab ich das jetzt gerade richtig gesehen? Weil jetzt gerade eben kam erst die minus 50 von Echo Blast durch. Voll merkwürdig. Whitehead benimmt sich gerade so richtig wie so ein übertriebener YouTuber, der einfach nur denkt, Alter, wehe, ihr hört auf, meine Videos zu gucken. Oh toll, jetzt habe ich in die Vergangenheit. Oh boy. Fluss der Zeit. Zeitloch, Fluss oder wie auch so immer, ist auf Deutsch. We did an Ace Attorney's job in closing the case. Okay. Phoenix Wright. Es ist unglaublich, wie Nap es schafft, diese, mit den ganzen Dingen durchzukommen, die jedes Fangame versucht, aber jeder dann drüber die Augen verdreht. Ich weiß nicht, das Spiel hat einfach irgendwie, was das angeht, so einen eigenen Charme dafür. A very special Hat sich sowas im Mund überhaupt gerade bewegt? Höchstwahrscheinlich nicht. Okay, ich dachte eigentlich, dass ich noch in Hollow Bastion mal eben kurz die Pooh-Seite machen könnte, aber gut, dann nicht. Dann gehe ich jetzt halt in den Timeless River. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, was passiert, wenn Word auftaucht. Hast du gerade gesagt Deutschland? Wow! Nein, Déjà-vu. Déjà-vu. Déjà-vu, I've been in this place before! いつでもいいよ。本当は約束よ。
Ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich Blanc so sehe. Die Musik im Kingdom Hearts 2 ist immer wieder gut. Was kann man denn hier denn kaufen? Oh, neues Zeug. Turmalin-Ring, den hätte ich gerne. Nicht fünfmal. Zweimal. Goldring zweimal. Blanny, das ist auch so ein Name. Turmalin. Goldring. Goofy kann sowieso nur einen tragen. Ja, kann ich für den ja einen kaufen. So. Die beiden Silberringe. Kann ich für ihn einen neuen Turmalin-Ring kaufen? Dein Lieblingswelt in Kingdom Hearts? Ich weiß nicht. Schwierig. Jetzt in Kingdom Hearts 2 oder generell? 2. Na dann doch die Welt, die niemals war. Ich finde das Design einfach geil. Das ist schon fancy, ja. Weißt du, überall Hochhäuser müsste eigentlich total belebt sein, aber in Wirklichkeit ist es einfach eine tote Stadt. Ja, auch wenn es wirklich nervig ist, wie lange man drin verbringt, finde ich Twilight Town ist eigentlich auch ziemlich fancy. Würde ich so als meine Lieblingsstadt erbauen. Es ist einfach ein schöneres, eine schönere Alternative zu der Stadt aus dem ersten Teil. Wie ist es? Traverse Town? Stadt Traverse? Traverse? Irgendwie so. Schönere Alternative, ich finde. Ich weiß nicht, Twilight Town ist mir irgendwie zu sehr in jeden RPGs diese friedliche Vorstadt, weißt du? Ja, das mag ich ja gerade daran. Da würde ich gerne wohnen. Und ich mag sowieso irgendwie Städte, die um einen Berg herum gebaut sind. Oh Gott, Napgear, dich gibt's ja auch noch. Mein Lieblingswelt in Kingdom Hearts 2 ist im Gameplay die Welt, die niemals war. Und optisch mag ich Hollow Bastion am liebsten. Ist auch geil, ja. Das habe ich wirklich nie verstanden, warum Carlo in der Welt, in Timeless River nicht anders aussieht. Obwohl er trotzdem sich der Welt scheinbar anpasst, wenn es so nach Welten wie König der Löwen angeht. Ja, da hat er dann ja anderes Aussehen. Also hat er ja scheinbar auch irgendwie so Klamotten, die ihm in die Welt transportieren. Das krass, wie Goofy so praktisch derjenige ist, der wirklich immer die wichtigsten Hints gibt oder so. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Ja, Fantasy-Boat. Ist ganz einfach, muss man einfach ein bisschen Probe nehmen, dann gehen die Rückenschmerzen ganz von alleine weg. Da, Timeless River. Hm, 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 hm
Stimmt, ich habe ganz vergessen, was ja mit ihr passiert ist. Das war ja... something. いい加減立ち直っていただけると、その、ええ、鬱陶しい。男のくせにいつまでもうじうじと。意外ね。マジちゃんって男のお尻を叩いてあげるタイプだったんだ。なぜ貴様はいちいちそういう言い回しをするんだ。っていうか、よく恥ずかしげもなくこの会議に出られるもんよね。 Nein, wir wissen das. Das passierte jetzt kurz bevor wir reingekommen sind. Und nochmal dieselbe Animation, weil sie so schön war. Auf einmal sind die Dinger da, ja? Ganz zufällig. Alter, wer ist, ne? Keine Ahnung, was es ist, aber es hat eine unglaublich feminine Stimme, obwohl es ein Dude ist. Naja, und grün halt. Oder andere Grün ist ja eher, wenn du nicht wirklich vom Aussehen und unterscheiden kannst, das ist mein Männchen oder Weibchen. Es ist eine Silhouette, das ist das Problem. Nee, den ist er noch nicht, ne? Nee. Ich hätte gedacht, ich würde die, hätte die Waisenform schon vor Time of River bekommen. Scheinbar nicht. Nee, ich glaub, die kriegst du danach, ja. Aber dann kurz darauf kriegst du, glaube ich, schon die Meisterform, also von daher. Ja, die muss ich dann schnell leveln. Ja, Futurebook geladen, Meisterform, ja. Doch. Meisterform kriegt man ja erst, wenn man in das Büro von Ansem reingeht. Das dauert ja schon noch ein bisschen. Na doch, ja. Du musst ja dann noch... ich glaube, du musst mindestens zwei oder drei von den Welten machen, die entweder halt... Wie heißen sie? Nightmare Before Christmas. Port Royal. Caribbean. Oder Pride Rock. So, König der Löwen. Eins von den, zwei von den drei musst du machen, bevor dann die nächste Episode getriggert wird in Hollow Bastion. Aber das ist doch noch eine. Oder? Ja, ja, Atlantica. Noch so. Eine daneben. Echt? Das ist doch Port Royal und dann gibt's doch so eine Abzweigung, oder? Und die endet doch dann in Pride Rock. Oder? Ich glaube, das ist einfach nur so ein Kreis. Das ist aber so ein Kreis, der... Stimmt, Aladdin, ja. Aladdin gibt's noch. Ja. Oh, stimmt auch noch. Das war das, genau. Agrabah. Da zwei, dann drei von den vier. Auf jeden Fall wird man, kurz bevor man überhaupt nach Pride Rock kann, wird man auf jeden Fall, glaube ich, wieder rausgezogen. Warte mal, kann ich jetzt eigentlich schon die anderen... Kann ich. Okay, dann hole ich mir mal hier kurz die Kisten, einfach um sie wegzuhaben. Puzzle-Piece, ja, die brauche ich bald. So langsam werden meine AP voll. Ich
Na komm. Noaru, immer noch Kao. Koisel, Otome, noch Kao, das da, ja? Ha? So, na, wacke, nein, das ja? Okazina, ich kann nein, das. Michi, no, man, na, kade, oh, goe, das, te. Mittomo. Alle, Bruder, Kigo, da, ne? What a quinky-dink. Quinky-dink. Alter. Wo ist der Rui, no, Megami-sama, ga, konna, tokoro, ni, iru, no, kashira? I, kagen. So, hier waren keiner. Ne, hier waren nur. Hier waren nur Gegner. Oh oh. Gegner. So, jetzt weitergehen. Ich hab alle Treasures hier abgegrast. Schön. Ich bin riesig. こっちの世界ではノワールだけじゃなくて別に。あらあら、随分と余裕ですかと。チアラソイで新米女神に遅れを取ってるのに。遅れは取っていない。まだまだね。よく分かってるじゃない。抜かれるのは時間の問題だって。いちいち言葉尻を捉えないで。Kommen die Walküren her, ist los! Oh wow! Sister, how long are you gonna cling to use cartridges? Alter! Wieso? Nur weil... Nutzt die Ballon. Nur weil Nintendo so lange Cartridges benutzt hat, Jesus Christ, chill your tits. Cartridges haben halt einen wunderschönen Vorteil gegenüber CDs, kürzere Ladezeiten. Ja, doch. Ich meine, außerdem, ja gut, doch, okay. N64 hatte noch Cartridges, während Sony schon CDs hatte. Ja. GameCube war dann die erste, wo sie dann tatsächlich CDs benutzt haben. Und jetzt auch nur die Mini-CDs. Ja, eben erstmal nur die Mini-CDs. Kürzere Ladezeiten haben. Als Groß-CDs. Nur bei der Wii und der Wii U, da haben sie wirklich gesagt, okay, wir müssen die großen CDs nehmen. Aber jetzt bei der Switch sagen sie wieder, fuck it, wir gehen wieder Cartridge. Ja, Cartridge, ja. Und vor allen Dingen so kleiner als eine 3DS-Cartridge. Das ist so gut. A new hole? Okay, ich möchte nicht wissen, wo dieses neue Loch dann ist. Das Loch. Moment. Wieso sind meine Kills runtergegangen? Ich war bei 19. Hä? So. Schon sagen, wieso habe ich auf einmal nur noch 9 Tode? Oh, jetzt kommt das Ekelhafteste. Oh. Introducing the Autos. Die klappen Autos, Herzlose. Oh mein Gott. Ist das cute. Ist das Baby Ivy und Baby Compa? Wieso sind sie in der Dimension noch Babys? Weil sie rennen in der Zeit zurückgereist. Gott, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich sage, oh mein Gott, sind die cute. Alter. Warte, aber gewisse Nebengeräusche im Stream gehen mir dann doch etwas zu sehr auf den Piss. Aha. That's some criticism. Mhm. Was soll ich daraus jetzt nehmen? Sorry, ich werde nicht mein Fenster zumachen, wenn es das ist. Ich glaube eher, die meinen mich. Ah, okay. Glaube ich zumindest. Ich habe keine Ahnung. Ich kann da aus diesem Kommentar nichts lesen. Also,
Mehr Storyplot. Was? Ich höre das Gewitter nicht mal mehr. Hättet ihr mal vorher da sein sollen, dann war Gewitter. Oh ja. Da war Shepard im Karton. Miniature Human. So nenne ich Babys jetzt auch immer nur noch. Miniaturmenschen. Recently born into the world. When? Das heißt, das ist Baby Compa? Machen wir jetzt einen hier auf Partners in Time oder wie? Ich hab keine Ahnung. Drücke den A und den X-Knopf für eine Doppelkombo. Der Storch? Did she mail all some kids? Garbage Cup? Was? Bam. Das war schnell. Beschwächen. Und noch eine. Juhu. Ich meine, hört man irgendwie hier so Nebengeräusche von draußen oder mein Ventilator oder irgend sowas? Vielleicht Ventilator. Kann sein, dass dein Mikrofon im für dein OBS ein bisschen halt sensibler eingestellt ist als für Discord. Kann sein. Hm. So, das lässt mir mal keine Ruhe. Solche halben Kommentare. Ja. Also entweder sagst du mir strikt, was los ist, oder du lässt es bleiben, aber solche halben Sachen kann ich mal nicht ab. Ich mach den Scheiß jetzt schon ein paar Jährchen, ich kann mit sowas umgehen. Und entweder kann ich es dann beheben, oder ich kann es nicht. Von daher, ja. Richtig. Sich dann immer so beschweren von wegen, geht mir auf den Piss und was soll ich daraus jetzt lesen? War das so ein Nebengeräusch in Anführungszeichen? Also so, nee, so warte mal. Ups. Ich wollte das jetzt nicht so machen. Guckt, aber gewisse Nebengeräusche. Nö, steht einfach nur gewisse Nebengeräusche. Ja, geil. So ja. Richtig präzise halt. Ja, was soll ich daraus jetzt lesen? Da kann ich nichts draus machen, leider. Bin ja offen für sowas, aber ich habe keine Ahnung. So süß sie auch sind, aber diese Geräusche immer, ne? Die können schon reden? Sicherlich. Ist das ein Videospiel? Warum Sora einen so tut, als ob das hier mega verwirrend wäre. Der Carlo aus der Gegenwart hat einfach das Brot von dem aus der Vergangenheit gestohlen. Was ist denn jetzt daran schwer zu verstehen?
教会のお仕事なんですから、女神としてしっかりやってもらわないと。せっかく来たけど、日替わり会だったみたい。そうね。それじゃあ、私…そんな…Dreieck drücken, dass der Bosskampf. Ich mag es. Bonk. 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 Wo kommen die überhaupt her? Ich weiß auch schon, wer das dritte Baby ist, so ist es nicht. Die Figur, so, die Figur kam halt schon häufiger mal vor. Unglaublich schwerer Bosskampf. Okay, und für diese Tönen draußen kann ich auch gar nichts. Diese olle Fußhupe. Naja, du hast leider nicht so ein super mega professionelles Mikrofon, was einfach wirklich nur deine Stimme aufnehmen würde und einfach Hintergrundgeräusche auch ausfiltern würde. Mein Mikro ist alt. Ziemlich alt mittlerweile. Ich glaube, ich habe es jetzt schon 7 oder 8 Jahre, aber es tut immer noch seinen Job super. Ja, Hauptsache. I received what? What? Was habe ich gekriegt? Das ist irgendwie Equipment? Aua. Och, meine Güte. Alter Schwede. Hallöle. Oi. Hallo Vivi. Ich habe gar kein Geräusch gehört, als du reingekommen bist. Weil du im Streamer-Modus bist. Ach so. Noch so ein Faktor davon. Ja. Ach, ich bin endlich mit meinem Zimmer fertig, Leute. Kann man aber, glaube ich, umstellen, dass du es wieder hören würdest. So sehr stört mich das jetzt nicht. Weil Streamer-Modus ist im Grunde genommen genauso, als ob du halt auf beschäftigt stehst, was du ja sowieso die ganze Zeit tust. Ach, das ist das. Das macht es. Ah, stylisch. Oh. Alter. Mama. Ja, wobei, doch. Das sieht vor allem stylisch aus. Das sieht stylisch aus. Ich guck grad mehr auf Style als auf die Werte. This is how you should play a game. Nice. Ah, oh, ich hab das Reflektelement. Yay! Yay! All hope is lost. Oh, mein Favorite. Ich find's geil, wie sie die Einzige ist, die noch nichts wirklich tragen kann, was das angeht. War mal ist das echt so gesehen? Stimmt, das ist... Alter, das ist echt ein N64. Das sieht sogar aus wie ein N64-Controller. Nur noch unhandlicher. Wie cool. Ja. Es sieht echt aus wie ein N64-Controller. Nur noch unhandlicher. Alter, da hättest du noch weniger Ahnung, wie du das Scheißding behalten sollst. Und ihr Rücken sieht mehr aus wie so... Wie so ein übergroßes Simon Says. Und diese Kopfteile sehen aus wie, hier VR, diese VR-Handschuhe. Die Schuhe sind aber cool. Du meinst die Power Gloves? Nee, nicht die Power Gloves, sondern diese anderen Dinger, diese komischen, fast schon Wiimote, sag ich mal. Ach so, von der Oculus oder so, die Controller. Genau. Ich bin mega verwirrt. Oh Gott. Warum? Wieso das denn? Ich bin zu dumm, mein Mikro aufzubauen. Nee, ohne Kack. Pass auf, ich baue das Ding gerade auseinander.
So, dann erstmal der Arm. So, der Arm, da dachte ich so, okay, ist easy, machst am Tisch fest. Mhm. So, kannst du das verstellen, ist okay. So, dann nächster Punkt war, okay, warte mal. An diesen Arm kommt diese Mikrospinne dran. So, okay, ist auch okay. So, in diese Mikrospinne muss dieses Mikro und auf das Mikro kommt dieses kleine Tuffy-Teil. Okay, so weit, so gut. Dann habe ich dann halt dieses andere Tondämpf-Dingsi, das packt man ja normalerweise vor das Mikro. Popschutz. Diese Popschutz, genau. Dieses runde Teil. So, da frage ich mich gerade, wo soll man das festmachen? Weil ich weiß, es hat auch so einen Schraubverschluss, keine Ahnung, aber ich mach mal das am Arm fest, ich habe keine Ahnung. So, nee, du machst es am Schockmount fest, also an dieser Spinne. Am Schockmount? Ja, an dieser Spinne, an dieser Mikrofonspinne, die an deinem Arm befestigt ist. Da sollte eigentlich auch nochmal ein Ding sein, wo du dann den Popschutz dran machen kannst. Jedenfalls, wenn es so wie bei mir ist. Wie sieht das denn aus? Das, wo dein Mikrofon drin steht. Das sieht mir nach einem... Ich will mal kurz ein Bild machen und in Discord reinschicken, wie das bei mir aussieht. Ja, bitte, ich hab nicht, keine Ahnung. So, und jetzt kommt der beste Part, dann kommen nämlich die der goldene Kabel. Strahlt. Nee, jetzt kommen die Kabel. So, und die Kabel fucken mich einfach richtig hart ab. Weil an sich muss ich ja, glaube ich... Also, ich hab, so wie ich das an der Anleitung gesehen hab, muss ich diesen Power-Dings da anschließen, so. Das Ding ist, ich steck mir jetzt so In- und Output, ich steck mir so, dann habe ich diesen Teil, da habe ich überhaupt keine Ahnung, was das sein soll. Also es ist einfach nur da, ich wüsste nicht mal, wo das hin soll. Und es ist gerade einfach eine richtig Retardo, Leute, ich sag euch das. Komm mir richtig doof vor. Vivi, ich hab's mal reingeschickt. Ja, bitte. Das, wo mein Mikrofon drin ist, das nennt man Mikrofonspin oder Shockmount. Ja, yeah, so weit war ich auch, aber... Dann kommt daran der Popschutz. Oh, bei mir sieht der Popschutz komplett anders aus. Bei mir ist das so ein langes Ding, weißt du? Mit so einem Draht. Dann hat sich das erledigt. Dann hast du ein anderes als ich. Ich habe keine Ahnung, was das hier so nur in dem Gebiet. Wo? Warum? Muss ich das da an der Seite festmachen? Aber ich probiere mal was. Vielleicht muss ich das hier festmachen. Vielleicht geht das ja. Hast du keine, ich wage es kaum aussprechen, Anleitung? Nein! Ich habe geguckt, da war keine drinne. Hast du ein Online-Bild von deinem Mikrofon? Wie es aufgebaut aussieht? Da waren nur die Bilder von Amazon. Ich muss mal gleich gucken gehen. Oh, ich glaube, ich hab's richtig angeschlossen. Oh, ich habe die Stelle gefunden. Oh, shit. Oh, scheiße. Glaube ich. Warte. Wieso klappt das jetzt unter? Scheiße, nee, es ist falsch. Nein! Stella, bitte Dust. Killer Queen. Ich komme mir gerade so richtig dumm vor. Oh mein Gott. Es ist so traurig. Warte mal. Ah! Weil ich das Ding... Oh, ich habe das falsch rum angebracht. Leute, ich weiß es nun. Okay. Also muss ich das ja rein theoretisch, denn... Scheiße. So. Genau. Ah, okay, jetzt habe ich dich, du Motherfucker. Okay. Jetzt habe ich... Fancy shit. Oder? Wenn ich muten soll, wäre das ganze Hä? Und Verwirrung? Leute, denn sag Bescheid bitte. Alles gut. Oh, ich komme mir so richtig. Ich habe noch nie mit so einem. Aua. Ich habe noch nie mit so einem Teil gearbeitet, Mann. Das ist einfach richtig übelst. Aua. Phantasia, wenn ich das noch mehr bräuchte, würde ich nicht. Wie Tornado ist ganz cool. Ich hau die ganze Zeit den Popschutz um die Ohren. Mann. Das solltest du denn nicht tun. Ich mache es nicht mit Absicht, aber es passiert einfach. So, wo habe ich denn normalerweise immer... Abwehren tue ich eigentlich damit. Dann mache ich das hier drauf.
Reflect. Ich habe ganz vergessen, dass es diese Art von Gegner gibt. Ich hab's auch drei gemacht und Schildern. So. Ja, das kann die Halbpotion bleiben. Nee. Refleck war definitiv auf Kreis und Thunder war auf Dreieck. So war das. So, dann gehen wir nochmal zum wunderschönen Bären. Ich habe bemerkt, was eigentlich das Gewitter aus meinem Fernseher ist. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was da vorhin gemeint war. So, wir sind jetzt wieder beim Poo-Bären, das heißt, wir brauchen wieder passende Musik, also... Der Move heißt einfach mal Verbal Abuse. Alter. Aua. Ah, ich kritz bei der Bay. I'm dead. Du lässt bei Winnie Pooh dich gerade umflaufen. Doch. Alter. Auge drauf, ich komme. Wie lustig. Ey, und dazu diese Baumspiele. I can't. Wie zum Fick? Muss das denn... Was ist das? Witchcraft. Witchcraft. Ich hoffe, ich krieg dieses Power-Device gleich nochmal angeschlossen. Ich bin irgendwie verwirrt. Ach, warte mal, wenn das der Output ist, dann muss ich damit wahrscheinlich daran... Hä, aber warum... was sollte denn der... Okay, jetzt bin ich verwirrt. Okay, nee, doch nicht. Schade, ich dachte, ich hätte es verstanden. Scheiße. Und das Teil ist dieser Moment, wenn wirklich das eine Teil komplett überflüssig ist und du nicht weißt, wo du es hinlegen packen sollst. Es ist einfach da. Alter, wie derbe soll ich denn noch fighten hier? What the fuck? Ach du... Das Ding da hinten habe ich komplett nicht gesehen. Und irgendwo bin ich auch froh darüber. So. So. Und man kann ihn schwenken. Krass. Okay. Der beste Pilz, der golden strahlt. Er kämpft gegen Uwe Boll. Was? Oh. Richtig brutal. Okay, so. Ich bewege jetzt einfach den Mikrofonarm nicht mehr. Das sieht nämlich jetzt ganz gut aus. So, und jetzt muss ich irgendwie... Ich werde das heute noch rausfinden. Ich werde das schaffen. Weil ich... Es kann ja nicht sein, dass ich einfach zu dumm bin, eine Mikrofonspinne anzubringen. Das ist ja... Also, besser gesagt, so ein Popschutz. Das geht doch nicht. So, soll dann jetzt auch erstmal reichen mit der Musik. So. Oh wow, wieso sind jetzt auf einmal vier Leute mehr gekommen? Die wussten das. Die Motherfucker, die Motherfucker, die. Okay. Also an meiner Mikrofonaktion kann es nicht liegen. Ah, cry me a river, oh mein Gott. So soll's hängen. Das wäre jetzt richtig Optimum. Das wäre Optimus Prime. Und dann mache ich das falsch rum. Warte mal. Wow. Ich glaube, ich bin einfach gerade.
Fackels Stimme im Englischen sie hört, klärt sich überhaupt nicht so an, wie man es erwarten würde. Irgendwie so. Weiß nicht, der hat irgendwie so eine. Das ist ja auch nicht richtig. Ich bin gerade so froh, dass ich das hier nicht sehe. Ja, nicht wegen der Musik, Shadow. Hm? Also nicht der Shadow in meinem Chat. Nicht der Shadow, der gerade bei mir im Call sitzt. I guess this is right. Alter, sind die Viecher nervig hier. Und jetzt schiebt man den Popschutz da so hin. I guess. Ach, wieso hat er mich den einfach da rausgeschmissen? Ich muss da doch auf die Erde in seinen Sammel. Ja, irgendwie sieht das nicht so hundertprozentig nice aus. Also es sieht schon mal besser aus als vorher, aber irgendwie... I'm doing nothing. Die Biester heilen sich irgendwie alle gegenseitig und ich kann nicht dagegen halten. Und ein Fiesbock. Was Gutes. Oh, der Popschuss muss so nah dran. Oh, warte mal. Scheiße. Okay. Okay, ich muss es aber aufmachen. Ja, weiß ich. Aber Moment, ich habe ja den Doppelspuckschutz. Ist das denn gut? Okay, ja, dieses Scheißding heilt immer alle voll, Alter. Ah, da ist das Ding. Wie? Da ist das Ding. Ups. Scheiße. Ich glaube, ich hab's komplett falsch aufgebaut. Geil. Das muss man auch erst reinkriegen. Aber warum sind denn die anderen beiden Sachen da drin? Ich versteh's nicht. Nee, ich kann ja immer nichts Neues bauen. Ich bin immer nichts Neues. Ariels Welt ist wichtig für mein Gummischiff. Da kriege ich mal nicht gute Sachen, wenn ich mich recht entsinne. Oh. Ja, okay, warte. Scheiße. Wie gut ist das, dass das nicht verkauft? Eigentlich nicht. Eigentlich sollte man wirklich in die Seite reinsprechen, die auch für das Mikrofon gedacht ist. Ja, nee, weil das auf dem Bild so angezeigt wird, von wegen, das ist so über Kopf. Und ich denke mir so, hä, warum sollte das irgendeine Sau machen? Und das, kurze Frage, wenn ich jetzt diesen Popschutz habe, ne, also brauche ich denn noch dieses Schaumstoffding über dem Mikro? Ist das besser? Popschutz ist einfach nur, damit du da nicht reinspuckst. In dein Mikrofon und der Schaumstoff macht einfach, dass deine gesamte Stimme halt ein bisschen weicher klingt, also etwas abgedumpfter und nimmt ein bisschen so die S-Laute und so weiter raus. Oh, und Windgeräusche wie Atmen und so hörst du auch nicht. Okay, den lass ich drauf. Wenn ich durch nämlich meinen Popschutz atme, dann hörst du es trotzdem. Oh, ich hab's komplett falsch gemacht. Moment. Also, das ist hier. The Realization. Ja, ist echt ohne Scheiß. Oh Gott, endlich ist dieses heilende Mistvieh tot. Alter. Versteht zwar nicht, warum man das so machen will, aber anscheinend scheint es ja irgendwie richtig zu sein, aber... Solange es funktioniert, fuck it. Eben. Es sieht aus wie so eine Glühbirne. Ich finde das andersrum irgendwie viel besser. Ich mach das im Moment. Ich habe auch oft geguckt, so will ich mein Mikrofon lieber hängend haben oder so aufgestellt. Ja, dann bin ich beim aufgestellt geblieben. Okay, so. Ich fasse das jetzt nicht mehr an. Ich mute mich mal kurz und mache jetzt nochmal das Ding richtig fest. Moment. Ja. Watch out! Ist das Ding schon tot? Ups. Na gut. Kann ja mal passieren. Bitte stop
kill everything? Geht doch. Nervbolzen, ey. So, Formation Change habe ich bekommen. Sehr gut. Ah, der ist wichtig. Und Scheiße, also das war jetzt schon mehr Boss als hier der letzte Boss. Das war ein Boss-Boss. 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 Boss-Boss-Boss. Warte mal, habe ich jetzt eigentlich die Sachen bekommen? Nein, habe ich nicht. Muss das nochmal machen, weil ich nämlich jetzt noch nicht die Medaillensachen bekommen habe. Sorry, muss ich nochmal machen. Brrrm, eben schnell hier. Ich wusste nicht mal, dass hier ein optionaler Boss kommt. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein kleines, so ein Story-Bit. Kannst du mal sehen. Hatte mich ernsthaft getroffen, war auch wirklich. Ja, aber davon mal abgesehen, jetzt hier bezüglich Nebengeräusche, ne? Also das, oh, jetzt, das ist jetzt sowieso etwas, womit ihr im, jetzt im Sommer leben müsst. Ich habe eine Dachgeschosswohnung. Es ist entweder das oder gar nichts. Und da Leute, also glaube ich, mit wenn, gar nichts auch nicht zufrieden sind, ja. Ja, wenn Shadow keinen Ventilator anmachen darf, dann schmilzt er einfach vor sich hin. Zumal ich kann diese Wärme nicht ab. Ich kriege davon instant Kopfschmerzen einfach. Also allein gestern schon. Spiel ich gerade eigentlich Level 2 oder Level 1? Wie fühlt sich das nach Level 1 an? Level 2. Ja, ich spiele Level 2. Ups. Doch Level 1 spielen. Ja, ich meine, wenn ich jetzt gestorben wäre, jetzt nicht so schlimm. Ich hatte vorhin ja noch gespeichert. Jesus. Aber gut, dass du es erwähnst. Aua, hey! Hast du auf mich anzugreifen? Möchte ich das Team mal ein bisschen umändern? Party. So. Rang hoch. Ups, bin ich so noch K.O. Rang hoch. What? Bom, 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 bom. Stem, 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 stem. What? Wieso kann ich denn Items jetzt nicht einsetzen? Was ist denn hier kaputt? Restrictions. Ja, ich frage mich gerade, was, warum? Künstlicher Schwierigkeitsgrad. Geil. Ja, komm, ich pack mal wirklich hier so. Kaboom, 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 kaboom. Komm, für dich pack ich mal Cyber Connect 2 rein. CC2. Warum? Weiß keiner, was die wirklich konnte. Zumal ich den Teil, den du gerade spielst, nie gespielt hab. Skills, Combo Skills. Sie war mehr so ein High-Speed Character. Gummi-Mini. Ja, den muss ich nochmal machen. Ja, das war mehr so ein DPS. Konnte aber heilen. Aber keiner hat bislang EXE-Drives. Okay. Ach, das war das genau. Kann ich für sie irgendwie Waffen kaufen? Oder generell?
Oh ja, warte mal. Ich glaube, das war genau das Problem, was ich hier mal hatte. Ich wusste immer nicht, was habe ich jetzt und was ist jetzt besser an Waffen. Hm. Das ist blöd, dass du keine Gegenüberstellung kriegst. Warte mal, ich meine... Das ist doch eigentlich... Ich meine, das ist doch Standard mittlerweile Details. In jedem RPG geworden. Ja, es gibt Details, aber... Eine Gegenüberstellung wäre halt nice. Ich weiß ja nicht immer die ganzen Werte von meinen Leuten. Naja. Also eigentlich ist das so Standard, so dass dann gezeigt wird, halt, denn der aus dem Gegenstand, den du jetzt gerade kaufen willst, der gibt dir entweder plus 2 im Angriff im Gegensatz zu deiner jetzigen ausgerüsteten Waffe oder irgendwie sowas. Ich meine, das war doch sogar in den ersten zwei Teilen drin. Aktuell, ich weiß nicht mal, was ich habe und was ich nicht habe. Das ist viel verwirrender. Musst du Shop Equip drücken. Ach, stimmt, das war ja ein bisschen... Ja, genau, das war so, ja. Das war ein bisschen anders hier. Das war ein bisschen dumm. Ja, du kannst einmal kaufen und dann gibt's noch einen anderen... Dann gibt's hier noch Equip. Das ist ein bisschen anders dann. Da kannst du direkt, da kannst du vergleichen. So war das. Und dann kannst du es auch direkt kaufen. Genau, das war das. Now I remember. Okay, das habe ich ja gekauft. Das habe ich gekauft. Ach komm, für dich auch mal, weil ich dich mag. So. Genau, jetzt muss ich bei dir noch so ausrüsten. Und bei dir auch. Watch out! Na komm, stirb. Geil. Platz einfach. Quests, genau. Ach du Scheiße, stimmt. Es gibt so viele Quests. Aber das waren... Ne, warte. Rolle, 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 Rolle. Okay, ich habe eine gute und ich habe eine schlechte Nachricht. Oh Scheiße. Oh Gott. Also, die gute ist erstmal... Ich habe jetzt anhand der Bilder auf Amazon rausgefunden, wie ich jetzt diese ganzen Kabel vom Mikro an diese komische Box anschließen muss. Und wie das jetzt funktioniert. So. Jetzt, der zweite Part ist jetzt, dass ich über den letzten Dings verwirrt bin. An dem einen Ende, da ist ja so ein kleiner Stecker. So, und da steht... Ich komme mir gerade noch vor wie so ein richtiger Noob einfach. Da steht von wegen hier, dass man diesen kleinen Stecker die externe Soundcard anschließen soll. Ist das einfach der Stecker fürs Mikro? Also ja. Vorne am PC? Ja, müsste. In der Regel ist er das. Okay, warte mal. Gibt es da noch irgendwelche genaueren Bilder? Warte mal. Könnte sein. Oh, ich hoffe es. Ich muss mal kurz was nachgucken, ob ich was herbekomme. Oh, wie mache ich das denn mit dem Strom? Fällt mir gerade ein. Und ich habe viel zu lange Kabel. Verdammt. Wozu? Ich frage mich allerdings gerade, wozu ich mir denn das andere Kabel bestellt habe. Ist das Kabel irgendwie besser oder ist das einfach nur als Ersatz? In welchem ist das? Asteroid Sweep. Wieso kriege ich gerade bei Falcom solche Mega Legend of Zelda Vibes? Das ist der? Wow. Okay, wir müssen mal hier kurz rein. Wir müssen da eben rein. Dann müssen wir mal kurz rein, ne? Man kriegt echt eins der besten Items schon von der ersten Map? Okay. Ich mute mich noch mal kurz, ich muss noch mal eben die Kabel anders verlegen. Ich merke gerade, ich baue hier gerade Scheiße. Verleg du mal. Kosten 8, Mist. Ich brauche mehr AP. Ich hätte eine
Nope. Speichern. Das Ding hat eine Power von 20. Ich hoffe, das ist die Power. Mission. Nein. Hä? Moment. Muss mal kurz gucken. やっぱり起きたことはその時思ったことは忘れたくないので。そうだったの。思ったのだけど、その日記本にしたら売れるんじゃないかしら。あなたたち冒険家にとっては普通の冒険だと思っていても、あなたと、あなたの日記帳だけにとどめて。いや、この興奮はたくさんの人に知ってもらうべきよ。 Ich will wissen, wo der herbekommt. Moment. So. Just in case. Ich will nicht zu lange hier warten. Oh, das, ich hatte doch gerade eine schöne Seite dafür. Oh shit, ganz vergessen. Giant! A drink you could take. Prinzipiell Typ, Bauteil, Projektierwaffen, Schuriken. Wo komme ich den Schuriken her? Wäre ganz gut zu wissen. Schuriken. Ja, das ist schön, nur ich will wissen, wo ich das herbekomme, aus welcher Map. War das wirklich hier? Ja. Mission Level 2. Mit 100 oder mehr Power. Kann ich noch nicht. Dann ist die Power das unten rechts. Gut, okay, also... Da komme ich wahrscheinlich auch noch nicht hin, selbst wenn ich da alles möglich umbaue. Ne? With Twin Peaks like you! Nee, gut. Firma Power, das wären dann nochmal 12 dazu und dann wären das nochmal. 20. Wow. Nee, komm ich leider. Ich komme leider noch nicht auf die Power, die ich brauche. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr Neon. Neon Bello, Neon Röhren. Kann ich mir das beste Projektiergummi irgendwann holen? Ja, Friend, ich sage danke für die 5 Euro Spende. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass hier ein gutes Spiel gespielt wird. Oh yes. Der Streamer soll dies als Support erhalten. Danke dir. Und Money, danke für den Horst. So, CC2, was ist dein Problem? Ich meine, jetzt redet ihr Flachbrust mit Flachbrust, also... Aber das ist 6:30 und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist noch nicht mal ansatzweise so spät. Ich brauche mehr Power. Ja, CC2 hat wenigstens etwas. Ein wunderschönes Wehkörbchen vielleicht. Maximal, ja. Ich mag ihre Mütze einfach irgendwie, ich finde die cool. Generell die komplette Outfit ist halt ziemlich gelungen. Dark Supersonic, woher weißt du das, dass sie B hat? Weil es wahrscheinlich irgendwo steht in der Wiki oder so.
Warum ist denn Kingdom Hearts eigentlich auf Englisch? Weil ich meine PS4 auf Englisch gestellt habe. Deshalb sind auch die Untertitel in Englisch. Ich meine, ich könnte es auf Deutsch stellen, wenn es wirklich nötig wäre. Es gibt einen Chart, wo alle Maße der Charaktere gibt. Wow. Ja. Und lass mich raten, Plang hat einfach nur A. Ein Doppel-A. XS. Iris hat F? Okay, ja, das macht Sinn. Kann ich dir gern schicken. Lass mal sein. Okay, aber warte mal, wenn Iris F hat, was ist dann mit Word? Mit der guten Lady Greenheart? Die hat ein G oder ein H. Mindestens. Okay. Oh, Fabius sieht immer irgendwie so blöd aus als 3D-Modell. Was? Fabius sieht irgendwie immer so blöd aus als 3D-Model. Das ist ein merkwürdiger Fisch. It's a gay fish. Sebastian haben sie gut hingekriegt, aber Fabius? Nee. Sie hat G. Normal F in HDD hat sie G. Die werden da sogar noch größer? I didn't even notice. Hatte sie schon immer so diese kleine Puppe von Blanc da im Hintergrund? Das fällt mir jetzt mal so auf. Kann gut sein. Hello Heart hat I. Ach du Scheiße. Miniature Humans. Hör auf, Miniaturmenschen zu sagen. Ich gewöhne mir das sonst noch an. Sei nachher zu irgendeiner Mutter. Oh, sie haben aber einen schönen Miniatur-Human da. Hey, Minispiele, wuhu. Miniaturmenschen, genau. Bei den Dingern weiß ich nie wirklich immer, wann ich genau drücken muss, weil irgendwie ist da so ein komischer Delay drin. That's it! Come up with a new recipe! Frag mich ja, wie Octoente schmeckt. Hallo, Vorox. Es geht gut. Wie geht's dir? That's it. はい、悪い知らせと、もっと悪い知らせの2つがあるのですが、2つも？悪い方は、皆さんにも関係のある話です。つい先ほど、この大陸の人に対して、宣戦布告のようなものが。Natürlich ist es eine der einfachsten Welten. Du spielst nur Minispiele. Diese Welt besteht aus nichts anderem, außer Text und Minispiele. Ja. Es gibt wirklich nichts Interessantes. Ach, ich muss erst das Musical machen, bevor ich in den Thronraum darf. Dann noch eins. Bei dir ist Leanbox eine Insel? Ja, irgendwie die Welt ist auch immer inconsistent. Ja, in jedem Game ist sie anders aufgebaut. Atlantik hätten sie wirklich weglassen können. Oder es zumindest interessant machen können, wie im ersten Teil. Aber das Problem ist, dann hätten sie nochmal ein komplett neues Kombosystem unter Wasser bauen müssen. Das war wahrscheinlich zu viel Arbeit. Base, vielen Dank für den Sub und Friendly Sander, vielen Dank für deine 100 Bits, mein Dude. All Hail Miniature Humans. Ja, okay. All Hail Miniatur Menschen. Die Spende geht definitiv an Miniaturmenschen, dafür sorge ich. Naja, die armen Lollis, ne?
Ah, Mist. Bap! Die Bubbles. Ich weiß, dass ich nur 5 brauche, aber ich bin so ein Perfektionist. Wenn ich es schon mache, dann möchte ich es einmal komplett machen. Aber ich glaube, ich muss es später sowieso noch einmal spielen, damit es für Jiminis Tagebuch als 100% gilt. Es ist so toll, wie Donut einfach alles überschattet mit seinem Gesang. Ja, du warst froh, toll, du hast den X-Knopf genau zur rechten Zeit immer gedrückt. Nein, Donald. So wieder da. Du wirst nicht mehr Phrasen singen. Schwimmen durch mehr mit uns quasi. Donald klingt es halt einfach nur die ganze Zeit. Endbonus. So, also ich glaube, ich habe das Ding jetzt, also ich habe jetzt alles soweit angeschlossen, jetzt eigentlich nur noch einstecken. Deswegen, ich werde mich jetzt nochmal muten, werde gleich, wenn es funktioniert, oder vielleicht mein PC explodiert, mal gucken, werde ich dann halt das nochmal umstellen und dann gucken wir gleich mal, ob das Ganze funktioniert. Wahrscheinlich bin ich nicht mega laut, aber egal, probieren wir es mal. Moment. Ich habe total vergessen, dass Triton überhaupt in diesem Spiel existiert. Das ist, weil ich immer die Cutscenes kassiert habe. Oh, you will feel like it. I make you feel it. You will say I'm really feeling it. For me? Over here. Ach, jetzt brauch ich das mal wieder. See you in the sequel. Alter, why? Why, Neptune? Why? See you in a sequel! Ja, damit kannst du sicher sein, dass er in diesem Spiel auf jeden Fall nicht mehr vorkommen wird. Scheiße, der kommt in Rush Hour 3 bestimmt nicht mehr vor. It's no use. Ja, ich brauch Magnet, aber ich möchte trotzdem nochmal in die Welt, denn ich brauch im Thronsaal sind noch ein paar Puzzleteile.
Aber das war alles, ne? Sonst gab es ja nichts. China Pieces und. Hier gibt es ja keine Treasure Chests. Was ich habe, ne? 1, 2, 3, jo. So, Dille. Auf zur World Map. Und gleich nach Port Royalus. Maximus. Crasht total alles. Wenn alles rein crashen kann, ich voll gut. Ich brauche dringend diesen Skill, dass weniger Heilung und mehr Medaillenpunkte spawnen. Kaputt! Zerstörung! Na, ich will dich auch noch mitnehmen. So, schnappt ihr das? Schnappt ihr noch mehr Zeug? Noch mehr Zeug? Ich nehme den rechten Liesmaßen auseinander. In den nächsten, wenn ich das nochmal fliege, weil ich mal es ja machen muss, weil ich im ersten Freistall-Run ja sowieso keine Medaillenlevel, also dafür keine Ränge kriege. Mache ich jetzt nächstes den linken kaputt. Na, stirbst du wohl? So, du tot, du tot. Oh, es dauert so ewig, auf Level 30 zu kommen hier. Gib doch nicht. Gut, krieg auch wenig wegen... Na, perfekt, Level 30. So, kaputt bist du. Kaputt bist du. Kaputt bist du. Wuff, 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 wuff. Ich weiß gar nicht, ob man den Hund überhaupt bei mir im Hintergrund hört. Also, so ein bisschen, ja. So ein bisschen, okay. Wow, wow, wow. Piece of cake. So. Kostlimit Upgrade, dankeschön. Teurere Sachen einbauen. Wie gesagt, muss ich leider auch machen, weil sonst ist es auch bei mir ziemlich warm. So, wir lassen das erstmal. Ich nehme die Gummischiff-Mission immer so kurz, bevor ich den Stream beende. Dann kann ich da nur so ein bisschen runterkommen. Ah, jetzt wird schwierig, die Waisenform zu leveln. In Port Royal sind ja nicht wirklich viele Herzlose. Ja, ich werde es trotzdem probieren. And Neptia fucked it up.
Erstmal den hier. Geh nach da hinten. Bin ich auch noch einer? Genau. So. Also ich habe ein Portrait gemacht, indem ich mit einem Kreis bin, rechts runter durch die Stadt, dann wieder auf die Mauer, dann wieder auf die Weltkarte. Also du hast hier die Dingens, die weißen Form gelevelt. Dann werde ich das wahrscheinlich auch tun. Faszinierend. Oh, hallo, Hohl. Wow. Es ist echt irritierend, nicht mehr dieses Glimm zu hören. Jetzt, wo ich das mit dem Streamer-Modus mache. Das ist so suddenly Hohl. Right behind you. It was me all along. Erst als sie bereits komplettiert wurde. Du meinst, wenn man alle anderen Formen auch freigeschaltet hat und dann auch ins Maximum Level trainieren kann, Angel? Oh ja, der 5-Sekunden-Song von Pirates of the Caribbean, weil sie sich den kompletten Song nicht leisten konnten für Kingdom Hearts. Naja, entweder das oder sie wollten sagen, guck mal, gute Musik, kauf die CD. Er hat sich keine Piraten mehr getroffen, hat, weil die Welt bereits vollständig war. Ach so, das meinst du. Ja gut. Ja, ich werde es ab und zu mal verwenden, wenn ich einen Herzlosen sehe. Aber... Stimmt, Timeless River ist ein guter Spot, um die zum... Vielleicht sollte ich das sogar gleich nochmal machen. Aber dann habe ich die Form weg, weil ich benutze die Form eigentlich fast nie. Hallo? Hallo? Du klingst anders. Gut anders. Okay. Ist es angenehm laut oder ist es zu leise? Keine Ahnung. Passt so. Also, ich finde es passt. Ja? Okay. Oh Gott, es funktioniert, mein Gott. Ah, ich bin so glücklich. Ich hatte echt gerade Angst, dass mir irgendwie der PC explodiert oder sowas. Ganz ehrlich, ich und Technik, das kann alles passieren. Ganz schrecklich. Ist das toll. Das Ding ist, am Anfang hat es nicht funktioniert, weil ich habe das verwechselt, weil ich habe ja zwei so eine rosanen Anschlüsse. Einen vorne und einen hinten. Aber ich musste das an den hinten anschließen, weil da ja schließlich auch die Soundkarte ist. Glaube ich? Nein. Egal. Aber auf jeden Fall, da war das halt richtig. Naja, Shadow 2, 3, blub, blub, blub. Die Waisenform ist sogar für einen Boss besser als die Meisterform. Also hat schon so seinen Sinn. Ach nee, da war sie. Ja stimmt, sie klingt so ein bisschen wie Kesuna. Jetzt mit ihrem neuen Mikrofon. Ist das gut oder ist das schlecht? Aber wenn es gut klingt, dann bin ich zufrieden. Das ist nice. Ich muss mich nur erstmal dran gewöhnen, dass jetzt so ein riesiger Mikrofonarm vor mir ist, ey. Das ist richtig merkwürdig. Und dass mein ganzer Tisch jetzt frei ist. Ohne Scheiß, mein Schreibtisch war noch nie so riesig. Jetzt warte eine halbe Stunde, bis deine Katze realisiert, dass da was rumbombelt, was neu ist und auf dem man rumhängen kann. Nee, das machen die zum Glück nicht. Sag niemals nie. Niemals, sag niemals.
Wow, jetzt gehen wir sogar schon an die Kritiken, Alter, von NabNab 2, wirklich? Selbst das ist jetzt hier nicht mehr sicher? Alter, die vierte Wand, ne? Nicht existent, in diesem Spiel jedenfalls. Das Käse ist toll, also würde ich das als gut empfinden. Alles klar, nice. Ach, so ein High Potion, die ich gar nicht benutzen wollte. Aha. Jetzt habe ich japanische Zeichen in meinem Chat. Okay. Okay, lol. Oh ja, in Agrabah. Stimmt. Ja gut, aber da bin ich jetzt noch nicht. Ach, das war das genau. Arabische Nächte. Das Problem ist, wann bekommt man nochmal die Limitform? Welche war das nochmal? Das war die Form, die in Final Mix Only ist. Halt die Form, die, wo du die ganzen Limits halt machen kannst aus Kingdom Hearts 1. Oh mein Gott. Etwas, was ich am 3., das habe ich schon mal gesagt gehabt, ne? Sei ich auch überwiegend der Grund, warum ich es seit Ewigkeiten nicht weitergespielt habe. Twilight Town. There is so fucking much dialogue. Ja, wir machen... Alter! Mir ist gerade eingefallen, dass es einen viel besseren Ort gibt, die Waisenform zu leveln, als dass ich jetzt da im Timeless River reingehe. Ich warte, bis ich bei Aladdin bin. Aladdin ist so um so vieles besser. Manu! Nee, ich bin einfach so... Wie lange sitzen wir jetzt schon in Cutscenes und Dialog? Also, irgendwann muss auch mal Schluss sein. Das war in den vorigen Teilen nicht so. Na doch. Ja, aber nicht so extrem, das sag ich dir. Ich habe die anderen auch gespielt. Nee, es ist nicht die Stelle, die mir beschrieben wurde in Aladdin. Ich hoffe nur, das funktioniert auch so. Also entweder hat Donald gerade guten Tag, ich grüße sie, gesagt, oder einen Schlaganfall. Ich verstehe das nie. Warte, Big Nepsi, danke für die Spende, auch wenn ich keine Ahnung habe, was du schreibst. Das ist gerade... japanische Zeichen und eine Tröte. Okay. I am confused on so many levels. Arigato. Ich mach das jetzt einfach wie immer. Ich benutze sie jetzt einfach. So. Mein stylisches Aussehen tut sie. Blaue Formen sind mal cool. Ich mag das Hosendesign. Mit diesen blauen Flammen. Du magst Hosen. William Turner. Fand ich auch so lustig, dass sie ihn Turner genannt haben, weil er derjenige ist, der die, der den Fluch, abturnen kann. Der abturnen. Oh Gott. Upturn Punk. Don't believe just what?
Denke ich jetzt, dass Sohn betrieben haben, dann ist der Witz noch besser. Was war denn jetzt eigentlich Leaf Bracer? Casting Cure on yourself will continue even when attacked. Dankeschön! Okay, bis dann, Dark Supersonic. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Supersonic! Bye, bye, Duck. Ich hab da auch noch so eine kleine Überraschung, wenn mich einer subben würde. Hab ich heute ganz viele Sounds reingemacht. Critical, critical, critical. Nein. Diese Zungen könnten jetzt behaupten, du willigst es drauf an. Ja, ganz böse Zunge. Ich bin eine davon. Du böse Zunge, du. Dero, 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 dero. Bist du leise, man hört's kaum. Pretty weird. Du musst dein Mikrofon essen. Ist dein Mikrofon. Ja, gut. Nani! Thanks, pal. Ich freu mich, ob wir schon Leute Dank für den Bit. Okay, dankeschön, Shadow, für deinen Sub mit Twitch Prime. Danke, danke. Ja, mein Touchdown. Touchdown. One point, one point, one. Diese ganzen Sounds habe ich nämlich als Sub-Sounds benutzt. Oh Gott. So, es ist einfach jetzt random, was kommt. Aber es kommt immer, Puh, Touchdown. You can't score. One point, one point lead. Oh Gott. Alle werden angeschrien einfach. You got the game! Damn! Oh Baby Kompa, sei froh, dass du sie nie wütend siehst. A pirate? Bluti, du machst den Kindern Angst. Thought so. Warum ist Bluti ja so cute, aber in Wirklichkeit so böse? Mich interessiert viel eher, warum sind hier auf einmal Baby Kompa und Baby Ivy am rumlaufen? Nee. She learned Stress Release? What? Was? Das ist nicht ernsthaft ein Skill. Ich find's echt gut, dass sie den Akzent von Jack gut hingekriegt haben. Dieses betrunkene Hilge hinten. Halt, warte, ist das ein SP-Skill? Stress Release, Tatsache! Das ist sogar ziemlich mächtig. What the fuck? Na, Auto Limit hätte ich gerne. Gib mir das mal. Jacks Limit ist auch ganz witzig. Ja, ich weiß, dass sie in ihrer Megaform Domina ist, aber ich meine, jetzt ist sie doch gerade cute. Stay cute. Jetzt habe ich einfach Ivy und Kompa dazu bekommen? So, just for the lulz? Tatsache. What? Getting what? All the characters. What? Kitty Kompa und Kitty Ivy? I approve, but why though? Wer hat den Kindern vor allem diese Waffen gegeben? Meinst welche von den Psychopathinnen?
finde es ja toll, dass Piraten auch so denken wie ich. Die sind auch nur hinter Booty und Chests her. Oh Gott, der war böse. Vor allem, wie kommt es, dass die Kleinen bessere Moves haben, fast schon? Babyfreistoß. Es gibt im dritten Teil einfach mit dem DLC so viele Charaktere, dass dir schlecht wird dabei. But why though? Haben sich hier überhaupt die Texturen aktualisiert? Irgendwie sieht das nicht so aus. In Final Mix. Nani? Wieso ist Brokkoli nicht EIG? Längst Präsidentin der Game Industry. Weil ich mich fragen würde, wer hat Brokkoli gewählt? Die Frau ist genauso durchgeknallt. Dezent. Brokkoli. Ach, hat sich Lawrence jetzt. Ja, Lawrence hat sich jetzt nach 2 Stunden auch mal dazu genötigt gefühlt, mich anzukündigen. Dass es bei dir immer so ein Delay gibt. Ja, das ist irgendwie merkwürdig. Nicht. Vielleicht liegt es daran, dass Shadow gleichzeitig noch was auf YouTube hochlädt. Oder Lawrence hasst dich einfach. Ja, tut er. Also ich habe ihn programmiert, aber... Ich hasse mein Leben. Du vergisst deine klitzekleine Kleinigkeit. Du gehörst mir! Ja eben, das verstehe ich jetzt noch weniger. Jetzt in der Dimension gibt es einmal Baby Ivy und Baby Compa. Aber dann gibt's auch noch Kitty, Ivy und Compa, aber es gibt dann auch noch die Originalgroßen. Das ist total weird gerade. Im Grunde existiert dieselbe Person 3-mal in dieser Dimension. In verschiedenen Altersstufen. Kingdom Hearts ist ja nicht kompliziert genug. Wir haben ein Spiel für dich. Warum ist jetzt Kitty Compa hier? Miss Turner. For you see tonight. You're in one. Wo kommen jetzt die denn her? Weißt du, was mir richtig fehlt in Kingdom Hearts 2 in dieser Welt? Der Affe. Der kleine Schimpanse oder was? Nee, noch nicht mal Schimpanse. Oder dieses kleine Kapuzineräffchen, was halt. Ja, Kapuziner, Totenkopfäffchen, irgendwas in der Richtung. Was halt auf seiner Schulter die ganze Zeit so rumspringt. Fehlt mir irgendwie. Ja, doch. Nee, ich kann Serenity Sachen benutzen. Ach ja, das sind die Sachen, die ich schon gemacht habe. Rezepte habe ich jetzt nur eine Elixier. Okay. Ist ironisch, wenn sie sagt so, we are not babies. Um literally zu sagen, ich habe euch vor fünf Minuten als Babys gesehen. Du hast Napgear in die Niere geschlagen. Falling Star und Schengel sind absolut gleich stark. Wieso habe ich es gern gekauft? Ach. Zum Collecten. Ja. Alter Kisara, wo hast du diese Dings her? Und Big Nepsi, ich habe still no idea what you're talking about. I can't read Jiggly. Jiggly, Jiggaloo, Jiggala. I don't speak Taku. Das auch. Ja, die Emotes, die sind toll. Mein Emote ist an sich voll dumm. Kannst ja draufklicken und dann siehst du ja, woher das kommt. Gute Idee. Sobald meine Maus wieder will. Maus über Maus hier hovern. Naru ye, naru desu. Banti? You dumb babies! I only can understand German. I can't speak it, sorry. You can understand German, but you cannot speak it. Okay! Oh. That's interesting. I mean. Wieso das geht? Ja, ja.
Das ist einfach, wenn du... Das ist genauso, als würdest du irgendwie so ein englisches Buch lesen und könntest locker die ganzen Texte verstehen, aber sobald du mit jemandem irgendwie Englisch reden sollst, kannst du es komplett vergessen, weil es einfach nicht hinhaut. Yep. Also ich kann's nachvollziehen. Das Problem ist, ich bin bei Big Napsy jetzt gerade ein bisschen verwirrt. So ein bisschen. Weil er schreibt die ganze Zeit in Kanji, also in japanischer Schrift. Schreibt jetzt auf Englisch, versteht Deutsch, kannst aber nicht sprechen. I am completely... I am lost. Ich glaube, wenn du so ein paar Sprachen ein bisschen kannst, bleibt irgendwas auf der Strecke. Passiert ja schon bei mir, dass ich im deutsche Wörter vergesse, weil ich so viel Englisch rede. Das kenne ich aber auch. Genau, andersrum auch manchmal. Ich kann nicht Englisch, manche Sachen fallen mir in Englisch nicht ein, aber dann in Deutsch ist auch immer blöd. Flasch ist die Einzige, die es richtig macht. Also, fast schon. Alter, Eifi war in ihrer Kindheit voll der Bully. Hä, wo sind jetzt die anderen? Ah. Blockdorn. Trielscherbe. I'm from Japan and my boyfriend is from Germany. So he teach me a bit how to understand. Ist das Water Skies Freundin? Ich hab keine Ahnung. Das musst du mir jetzt sagen. Auf jeden Fall ziemlich cool. Ich hab also Zuschauer aus Japan, Alter. Kranker Scheiß. Ja. Das heißt, du bist big in Japan. And this is where the fun stops. Wieso? Oh, ist so schön. Miese Joke, schön und gern, aber mach dich nicht über zeitlose Klassiker lustig. Ey, warum? Es ist ein. Nur weil ich es eingebracht habe, heißt es nicht, dass ich mich drüber lustig mache. Doch. Nani? Oh, es ist. Achso, es ist Itsuki. Ja, dann ist es Water Skies Freundin. So, oh, Suki. Dann. Okay, dann bin ich leider. I'm still out. Wie kannst du nur deine Leute nicht kennen? Wer ist Water Sky? Hey, bist du doof? Bist du doof? Ja. Er war schon mehrmals in deinem Stream. What the fuck? Er war jetzt länger nicht mehr da, aber er war schon des Öfteren in deinem Stream. Das könnte daran liegen, yes. Wie er sich einfach seine Leute nicht merken kann. Ach, halt doch die Schnauze, nenn du mir da mal Leute, die vor ein paar Wochen dabei waren. Ja, ich kann mich an Water Sky erinnern und an Izuki. Also, mal gucken, eine Handvoll Leute, die immer da sind. Vivi, Shadow, ich, X. Was denn? Argumentativ schlage ich in eine Kerbe, die gegeben ist. Ich kann mir sowieso einen Namen nicht merken, das ist sowieso eine meiner Fähigkeiten. Shadow, ich empfehle dir Ginkgo. Was soll ich, eine Genki-Dama? Nein, Ginkgo. Was ist Pachinko? Pachinko. Ich weiß, was sie meinen, aber da wird es gut. Es ist gut für die Nerven und fürs Gedächtnis. Was ist Ginkgo? Hä, Ginkgo? Er könnte ja auch Dr. Kawashimas Gehirnjogging machen. Wie, was ist Ginkgo? Das ist eine... Hä? Ich bin doch jetzt nicht die Einzige... Okay, Ginkgo ist eine Pflanze. Schön. Und das ist, die hat heilende Wirkung, indem, also besser gesagt, die nimmst du und dann kannst du dich da besser konzentrieren, beziehungsweise hilft dir ein bisschen beim Gedächtnis. Weil die halt diese heilende Wirkung hat. Vivi, das musst du auf einen nennenswerten Nenner runterbrechen. Shadow, es ist Goop Juice. Es ist Goop Juice. Sag doch, dass es Goop Juice ist. Guck mal. Ich verstehe den Mann einfach. Es ist schlimm. Ja, stimmt. Da muss ich Angel zustimmen. Shadow guckt schon so viel Jojo, dass er normale Memes manchmal nicht versteht und nur Jojo-Memes versteht. Ja, ich habe sowieso Momente. Nee, sorry, dass ich mich jetzt nicht an Water Sky erinnere, aber manchmal... Alter!
Damit hast du deine Community beschmutzt. 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 Sorry, Andy, aber ich muss mir ein paar mehr Namen merken als du. Kann man das Kazoo eigentlich immer noch durch dieses Mikro hören? Ja, aber es ist ein bisschen dunkler. Okay. Du musst bitte lauter spielen. Ja, okay. Nein, nein. Nein, wirklich nicht. Noni! 6 Sky auf dem Kazoo. Oh ja, bitte. Danke, du könntest es auch sein lassen. Blöd finde, dass die aus Pirates of the Caribbean die Szene rausgenommen haben, wo sie testen, sind wir denn jetzt nicht mehr unsterblich? Und dann erschießt er einfach rein. Ja. So lustig. Sind wir denn jetzt eigentlich unsterblich? Keine Ahnung, test es doch mal aus. Puh, ich leb noch! Du hast mich erschossen! Alter. Man kann ja wirklich nur hoffen, dass sie nicht versuchen, noch auf Krampf die Nachfolger reinzuprügeln. Sechs Teile oder was? Und wenn es nur der letzte ist, der war ja der grottigste von allen. Nee, also wenn sie danach gehen würde, dann würden sie wirklich jetzt den zweiten Teil versuchen reinzuquetschen. Oder ich bin ganz ehrlich, ich hätte lieber Star Wars rein. Und dann halt so während der Clone Wars. Clone Wars ist so ausgerutscht. Ja, aber stell dir doch mal vor, das passt doch zum Stil von, also zum grafischen Stil von Kingdom Hearts. Sag doch einfach, wie es ist. Wir versuchen einfach ein totes Pferd wieder zu beleben, weil kein Schwanz mehr danach kräht. Ja, aber trotzdem, ich hätte gerne einfach ein Laserschwertlicht, Schlüsselschwert. Es ist einfach so ein Ding, was ich wirklich sehen will. Kann ihm das bitte einer zusammenmotten? Bitte, danke. Oh, wir waren auf Kingdom Hearts 3. Das ist bestimmt Star Wars drin. Ja, das meine ich ja. Da will ich ja dann ein Laserlichtschwert sehen. Ein Laserlichtschwert. Und höchstwahrscheinlich ein Laserlichtschwert. Auch irgendwelche, pass mal auf, von denen irgendwie Infinity War, Kingdom Hearts und so. Ja, das wäre ja ein richtiger Arsch, wenn sie plötzlich noch Marvel einbauen. Nee, ich glaube nicht. Dafür ist das ist es zu spät gekommen. Also vom Development her, von der Zeit reicht es, glaube ich, nicht mehr, wenn sie es wirklich dieses Ende dieses Jahres oder Anfang nächstes Jahres wirklich rausbringen wollen. Nicht, dass ich wirklich Hoffnung habe, dass es passiert, aber... Du hast Hoffnung, dass ein Kingdom Hearts zu dem Termin rauskommt, an dem sie es ankündigen. Nimmst du mittlerweile Drogen, von denen wir nichts wissen, oder? Okay, ich glaube, ich muss gerade mal den... Okay. Das geht jetzt hier gerade... Das hier geht gerade Places. Dankeschön, Watersky und Isuki für die Bits, für die Torte. Torte? Die Torte? Ja. Ja, also der Enchanted Cupcake. Alles klar. Okay, ich bin jetzt gerade echt unsicher. Muss ich jetzt den Stream irgendwie abschalten? So just in case? Ich meine, dieses Baby weiß, was es will. Shadow, dein Stream ist auf ab 18 geschaltet? Nein. Oh. Mach es jetzt. Ja, gut. Okay, Moment. Sekunde. Okay. Ich habe meine Maus gefährlich an einem Trigger-Button. Just in case. Dieses Baby weiß, was es will. Ich sag mal so, Shadow, solange man keine entblößten Brüste und eine entblößte Crotch-Area sieht, ist es okay. Also Nippel und das unten. Wenn man das klar sehen kann, also wirklich da ist keine Kleidung drüber, dann hast du ein Problem. Alles andere ist in Ordnung. Ich bin auch gerade ganz ehrlich, ich hätte keine Ahnung, wer aus dem Team... Big Napsy, Opai. Wir verstehen uns. Wir verstehen uns. Oh nein, was war nochmal Opai? Wobei, ich will es nicht wissen. Boobies. Das sind Brüste. Aber jetzt nochmal so drüber legen, wer von denen hätte das machen sollen? Wird es nicht da... Okay, Noah, ich denke mal, du müsstest hinhalten. Du bist gerade noch diejenige, die am ersten... Ne?
Aber das geht doch rein theoretisch gar nicht. Weil an sich, wer in Biologie ein bisschen aufgepasst hat, der weiß. Oh Gott, dieser Stream driftet ab. Es driftet! Es driftet! Nee, er driftet perfekt gerade in diese, wo ich es gerne haben will. Ich wollte doch nur sagen, dass Frauen in der Regel nur dann Milch geben können, wenn sie halt ein Baby haben, beziehungsweise irgendwie, ja. Oder wenn sie eine Krankheit haben. Okay, mal, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es geht ja einfach nur darum, dass sie dieses Hormon ausschütten, was dann halt die Drüsen anregt. Das kannst du denen auch spritzen. Also, du bist nicht schwanger sein. Meinetwegen, okay, gut. Aber, zweiter Punkt, ich hab genug Dojins gelesen, wo das passiert. Das da sind Spielekonsolen. Die können sowas nicht. Wieso, es sind... Das ist dasselbe, als würdest du sagen, dass Chip-Girls nicht reden können. Hä, das ist komplett was anderes. Ja, aber nein. Ich sag ja nicht, dass Nep-Nep und so nicht reden können. Vivi, es ist genau dasselbe von der grundlegendsten aller Sparten her in eurer Diskussion. Es sind personalisierte Figuren von irgendetwas. Ergo kannst du ihnen jedes Attribut eines normalen Menschen anrechnen, plus im anderen Firlefanz. Aber sie werden als Dings dargestellt. Alter, stell doch mal auf, ich sehe das schon wieder. What the fuck is going on here? Warum ist da ein Bär? Da fehlt jetzt auch dieses To be continued. Puh, verfolg dich. Oh mein Gott, er hat das Spiel invalidiert. Alter, ihr geht mir vergehörig auf den Piss. Ja, dann tu was dagegen. Now I crashed everything. Sekunde. Sekunde. Shit. Aua. Gib mir das Ding. Mach doch mal jetzt bitte. Alter. There we go. Jetzt kann ich die arbeiten. Der wollte gerade nicht das machen, was ich machen wollte. Deswegen, Sekunde. Geht gleich los. So, sind wir jetzt fertig? Dann muss ich hier wieder... Aua, aua! Au, au, au. Aua. Komm, benutzt deinen Move. Oder auch nicht. Oh, bitte sag mir nicht, dass Tekken... Natürlich ist es Tekken und das war ein Bär, das war Kuma. Das fuck. Wieso ist diese Frau eine laufende Tekken-Anspielung? Nice. Dieses Frau. Ja. Dieses Frau hast du gesehen, Mann. Bär! Kuma! Das Scheißding heißt sogar Kuma. Naja, heißt halt Bär auf Englisch. Japanisch, ja. Kuma! Ja, falsch halt noch, sorry. Wie kannst du nur? Alter, manchmal gehst du mir echt auf den Sack. Kuma! We totally forgot this game, cause we play him. Ah ja, stimmt. Ja, ich hänge, was die Serie angeht, mittlerweile so hinterher. Er hat sogar mit ihr in den Bergen trainiert, ja, das ist. Wundervoll klischeebeladen. Also, ich frage mich gerade sowieso, warum ich das noch hab. Sekunde mal kurz. Was jetzt? Ja, der war das, okay. Peggy 18. Entfernen. Yes. Okay. Yay, Herzlose. Andy, wie redest du denn über deine Abonnenten? Okay. Ah. Herzlose. Da sind sie ja. Lass mich holen. Nein. Warum? Du bist herzlos. Ja, das bin ich. Geil. Sagen wir so, ich habe eine Freundin mit Resident Evil angesteckt. Darauf bist du jetzt stolz, ne? Das ist soweit ganz okay, kann man machen. Sie hat ein Faible für Lien entdeckt.
kann man auch machen. Wenn du jetzt sagst, sie mag Helena, dann trete ich dich. Nein, das tut sie nicht. Sie will Lien cosplayen. Kann man machen. Ich habe ihr von Resident Evil 6 abgeraten. Weil sie hat vorher nur die Realfilme nur gekannt. Sollte man nicht machen. Dann habe ich sie einen Resident Evil Teil spielen lassen. Sie spielt. Die Spiele sind so toll. Die sind gut. Und ja, dann habe ich halt mit ihr Damnation und Vendetta geguckt. Ah, das gute Zeug. Ja. Das sehr gute Zeug. Also, Annie und Shadow, ihr streamt beide gerade gleichzeitig. Ja, yes. Warum nicht? Ich mach einfach den Shadow und stream einfach auf, während ich in der Konfi bin. Das ist eine nice Mischung. Nep und Kingdom Hearts 2. Ab und zu schieben sie sich dann wie verliebte Schuljungs gegenseitig ihre Abonnenten zu. Was? Hm. Oh. Shadow weiß doch seine Abonnenten gar nicht zu schätzen. And it's sweet, sweet, sweet victory. Yeah. Alter, Leute. Aber ansonsten geht's euch noch ganz gut, oder? Bitte sag mir, der Bär wird jetzt irgendwie spielbar. Das wäre jetzt noch der. Na, no, leider nicht. Nep, danke für den Bit. Das wäre es jetzt noch gewesen, wenn der Bär jetzt irgendwie ein spielbarer Charakter ist. Deine Nap-Note? Weiß ich nicht, ob man deine Nap-Note gesehen hat. Nap-Note? Sentry, go, go, up and down. Was Nap-Note? Können wir jetzt mal bitte aufhören, in den Cutscenes über Boobies zu reden? Das ist echt ablenkend. Das ist doch der, gerade der Content, den du haben willst. Wölf, wo kommst du jetzt her? Du sollst hier noch gar nicht sein. Brüste. Du spielst Snap-Nap und beschwerst dich über Brüste? Shadow, du beschwerst dich über Brüste im Allgemeinen. Wer bist du? Wer ist... Was ist nur geschehen? Das, wo hat der Shadow gelassen? Das macht die Hitze. Welche Hitze? Besser und besser. Keine Ahnung. Das war der erste Satz, der mir eingefallen ist. Welche Hitze? Es hat sich bei uns von Shadow, 30 Grad auf... Du vergisst, Shadow wohnt in einer Dachgeschosswohnung. Da ist Hitze ein bisschen mehr vorhanden. Hi. Keks auch. Ach so, wusste ich nicht. Ich wusste wohl, dass du in deiner alten Bude in der Dachgeschosswohnung bist, aber ich wusste jetzt nicht, dass deine neue auch in der Dachgeschosswohnung ist. Auch, ja. Lass mich dir kurz Mitleid für dich, geben, du arme Sau. Okay, das war auch alles Mitleid, was du von mir kriegst. Sagen wir so, ich bin ehrlich, es ist verdammt angenehm bei uns hier im Sommer. Hm. Du bist erst vor kurzem umgezogen. Du hast noch nicht wirklich den Hochsommer erlebt. Wir hatten es schon relativ warm hier. Aber es war bisher immer ganz angenehm, weil man immer einen Durchzug hat bei uns. Wir warten mal auf den heißen Sommertag, wo die Luft einfach steht, ja? Ganz ohne Scherbe Ventilatoren. Hashtag Skill auf Magieresistenz, Leute. Hashtag where did all the tits come from? Okay, irgendeine Szene mit Brokkoli, da kann nichts vorkommen. Hashtag, warum also hat sich auf einmal von an die 30 Grad auf 15 Grad runtergekühlen gehen lassen? Wie? Hashtag danke dafür, jetzt kann ich wenigstens mal wieder in der Nacht schlafen. Hashtag, es ist arschkalt bei uns. Hashtag, sieh dir was der an. Der Nächste, der jetzt mit Hashtag anfängt, ist ein Vollidiot. Hashtag. Sag mal, wenn man ja Drogenkombo konsumiert, ne? Und das macht man nur an einem bestimmten Tag und dann ist die Droge Haschisch dran. Wird es dann ein Haschtag? Der war gut. Ohne Scheiß, es könnte echt bitte wieder Winter sein. Würde ich total cool finden.
bitte wieder Winter. Nein, Sommer. Doch, wir hatten genug Sommer. Wir hatten genug Winter. Das war kein Winter. Wir hatten 2-3 Tage fucking Schnee und das war's. Das war kein Winter. Ja, 2-3 Tage? Das war ein Ausfall. Ja, wo ihr zu Kings gefahren seid, dann war fett Schnee und das war's dann. Ja, eben. Und das auch nur, als wir von Keks losgefahren sind. Hä, ich weiß nicht, was ihr bei euch für ein Wetter habt, aber bei uns war die ganze Zeit Schnee. Und zwar richtig lange. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Vivi, kannst du mir dieses Phänomen namens Schnee mal erklären? Ich hab seit Jahren keinen Schnee mehr gesehen, ich bin ehrlich. Pass auf, du nimmst dir ein Eiswürfel aus. Was ist los mit dem Typen? Du nimmst den Eiswürfel aus dem Eisfach, reibst den an irgendeiner Raspelreibe oder sowas, sodass es so eine Art Pulver wird. Und wenn du das in die Luft schmeißt, dann ist das Schnee. Mein Gegner ist kaputt. Ich seh's gerade. Der ist voll am Joggen. Was macht er? Er sieht voll betrunken aus. Über dein Spaß. Was ein Spaß hier. Thank you for the bit and I don't know adult nap. Sorry. Ich hasse diesen Kampf. Der wird schwierig. Der Kampf gegen Barbossa mit dem Chamäleon-Herzlosen. Das Problem ist, Jack darf nicht sterben. Wenn Jack stirbt, habe ich auch verloren. Stimmt, warum gibt es noch kein Nap-Nap-Kartenspiel? Das hat mich eigentlich schon die ganze Zeit gewundert. Die fahren ja irgendwie alle Richtungen. Nap-Nap hat letztens einen Gastauftritt, beziehungsweise einen permanenten Gastauftritt in dem anderen Bootspiel, Azure Lane. Da sind sie als wirklich personifizierte Boote halt spielbar. Das habe ich sogar gesehen, das sah stylisch aus eigentlich. Spielekonsole, das Boot mit Brüsten. Naja, von A bis F alles vorhanden oder Doppel-G oder wie auch immer. The donation with the nap note was a reference of Big Naps here 500 million. Thing is, I haven't played Neptunia that much, so this would be going right over my head. Dünnetes Nap-TCG für PS Vita. Alter, echt jetzt? Azure Lane heißt es. Ist ein Handyspiel. Und ein Mobile Game. Wenn sie wirklich den Fachausdruck haben wollen. Duck P. Alter. Ich sag ja, wenn du einfach nicht Dr. Pepper sagen darfst, aber trotzdem irgendeine Cola haben willst. Mages ist merkwürdig. Man könnte sagen, sie ist merkwürdig. Wo ist der Unterschied zwischen Megadimension und Hyperdimension, Neptunia? Dimension. Ja, damit ich nicht selber... Anzahl der Brüste? Damit ich nicht so laut bin. Nee. Das Headset läuft über ein extra Ding und die Kopfhörer sind in mein Mikrofon eingestöpselt. Über die Kopfhörer höre ich nur das, was in das Mikrofon reingeht. Und ich verfolge. Clever! Ja. Ja, das ist nichts, womit ich mich ja doppelt höre sonst, weil sonst aufgrund der Kopfhörer kann es sein, dass ich ab und zu zu laut rede, zumindest abends, so gefühlt. Ja. Und es fühlt sich da total bescheuert an, weil ich auch alle anderen dumpfer höre, wegen den Kopfhörern. Hallo, danke für die Bats! Und du hast recht, irgendwie Mages ist echt... Alter, wie viele gibt's denn hier noch? Meine Güte, ich möchte endlich weitermachen.
Aua. Was weiß ich denn? Nee, das ist jetzt ein Stadtring. Aua! Donald, kannst du mich nicht heilen? Gut, dann heil ich jetzt. Luigi Torelli! To be honest, okay. I really do not really care right now. Dankeschön. Kann ich jetzt endlich wieder was machen? Alter, komm aus dem Schatten raus. Ach so, von hier aus denn. Hä? So. Snake Hater, ja. Diese fucking, ne? Dankeschön, Angel. Ich weiß gar nicht, was sind hier echt die. Ja, ich kann es aber nicht heilen, was voll merkwürdig ist. Das ist voll merkwürdig. Ich kann irgendwie, wenn ich hier in der Overworld bin, kann ich keine Heil-Items einsetzen. Spiel sagt einfach nö. Muss ich wahrscheinlich jetzt hier gleich mal machen. Kann ich hier Items einsetzen? Ach nee, erstmal wieder Dialoge. Okay. Du kannst nicht fliegen. Ja, aber ich kann auch die Wiederbelebungs-Items nicht benutzen. Da-da! Habe ich vorhin auch schon probiert. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das merkwürdig. Ganz komisch. Genau. Oh lol. No. Geil. Ja, ich hab den Sound. Oh Gott. Ich schätze mal einfach, das ist, weil ich in der Overworld bin, aber das macht irgendwie auch keinen wirklichen Sinn. Okay. Items. Hey, jetzt sind sie, jetzt ist sie auch wieder voll geheilt. What the fuck? Ja, jetzt ist wieder alles okay. This is weird. Ach du Scheiße, sind das viele. Oh, Nexus hat gerade Skaya Energie reingeworfen in den Videomusik-Chat. Shit, das kann ich nicht benutzen. Ich will's aber benutzen. Oh yeah, also, thanks for the bit. The bit of the bit. Not my bird. Aua. Boom. Einkaufen. Merkwürdig. Natürlich kriegen die jetzt natürlich erstmal mega Erfahrungspunkte. Ich meine, man muss schon sagen, du kriegst hier echt durch DLC echt eine Menge Zeug. Also das muss man ja mal sagen. Das ist schon fast ein bisschen übertrieben irgendwo. Aber gut, ich sag mal so, lieber ein bisschen mehr durch DLC kriegen als weniger, nicht? Ein so ein einsames Radieschen. Ein totes Radieschen. Wäh.
Was? Blond ist eigentlich mehr die zündere Haarfarbe? Ein bisschen. Okay. Erzähl uns mehr darüber, Vivi. Ich lese nur, was im Chat steht. Das hat Mr. Toast gerade geschrieben. Alles gut. Du musst nicht wahnsinnig werden. Ich werde nicht wahnsinnig. Ich habe nur das Kommentar vorgelesen. Okay. Ich weiß ja nicht, was du da schon wieder rein willst. Die weißen Männer rein. Das ist okay. Seid ihr irgendwie dumm oder so? Ich glaube ja. Um deine Frage zu beantworten, yes. Die Nischchips haben wir aber nicht mehr hinbekommen, oder? Ne, die sind immer noch bei 100, okay. Lieber Sundere als die andere, ne? Oh, ja doch. Ja doch, da stimme ich zu. Lieber Marker als abgestochen werden. Barker. Keiner kennt wahrscheinlich das Originallied. Moment, das Originallied? Naja, Children's Perfect Math Class ist ja gar nicht das Originallied. Das ist ja von dem Vocaloid-Lied ein Cover. Das wusste ich nicht mal. Und ja, da keiner das Originallied kennt. Könnte daran liegen. Alter, Kisara, wie viele Emotes hast du? Jesus. Zu viele. Ja, manche Leute sammeln Emotes. Ich meine ja nur. Einige Leute sammeln Kuscheltiere, andere sammeln Figuren. Und dann gibt's wieder Leute, die sammeln Emotes. Was Leute an Jan Persönlichkeit so toll finden, habe ich auch keine Ahnung. Alter, okay, Kisa, das machst du jetzt mit Absicht. Neppu. Und ein Upgrade. Ah, brauche ich nicht wirklich. Ich bin irgendwie mir noch nicht ganz schlüssig, wie ich mein Mikro hier haben will. Weil so wie es jetzt aktuell ist, klingt es zu sehr im Bild. Muss es so. Nicht für lange Zeit auch. Muss es ein bisschen versuchen, auf Mundhöhe zu haben. Ja, das ist das, was ich ja gerade versuche, aber irgendwie. Ja, ist ein bisschen schwierig manchmal. Genau, die weißen Männer mit den haptischen Lidlack. Genau die. Nani? Oh, kann ich das so machen? Das wäre ganz cool. Streamer, oder? Never die. Danke für den Bit, Nepsi. So, okay, ich glaube, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich den halbwegs in so einer Höhe, die ist KK. KK? Muss halt so. Muss halt ein bisschen rumprobieren immer. Bei mir hat das auch gedauert. Irgendwann habe ich das Ganze mehr so wirklich auf Mundhöhe. So kann ich immer noch alles sehen und es blockiert einfach nicht. Ja, ich habe das jetzt auch so eingestellt, dass ich quasi, dass der Arm bzw. das Mikro so vor meinen Augen sind, dass es jetzt nicht direkt vom Bildschirm ist, sondern knapp darunter. Ah. Aber es funktioniert. Ja, du könntest dich, glaube ich, sogar noch ein bisschen lauter machen, finde ich jetzt. Ja? Ein Tacken lauter kannst du noch, ja. Find's zwar okay, aber vielleicht ein Tacken. Warte mal. Aufnahmegeräte. Oh ja, Jago, der einzige Vogel mit Zähnen. Der einzige Vogel mit Zähnen? Hast du jetzt schon mal einen Vogel mit Zähnen gesehen? Nee. Ist so besser? Ja, doch. Leute, ich bin mal ganz kurz stumm. Ich muss nur mal kurz ein Video anschauen. Kurz stumm? Ein Schuss stumm? Nee. Ach ja, daran könnte ich mich gewöhnen. Fühlt man sich wie in einer Radioshow, ne? Ja, jetzt kann ich richtig einen auf Professional Vorleser machen und man hört mich immer, wenn ich schmatze. Ja, meine Freunde. Ist cool, ne? Ja, das ist echt mega nice. Na, hallo, zurück zu Vivis Lektoratenstunde.
Heute gehen wir alle Meisterwerk der Kunst durch. Wo habt ihr alle diesen Pink Mercy Emote her? It seems like everyone got it. Warte mal, lass mich mal kurz was checken. Overwatch. Seit wann verteilt Overwatch hier Dings? Die kriegst du hier direkt bei Twitch. Die kannst du benutzen. Die sind als feste Emotes drin. Ach echt? Das ist ein Free-Mode. Hab ich gar nicht gesehen. Free-Mode! Warte mal, das will ich mal sehen. Oh mein Gott, der Kratos ist da auch drin. Dieser schreiende Kratos. Da, tatsächlich. Boy. Pink Mercy. Schau mal einer, guck. Wusste ich gar nicht. Boy! Alter! Atreus sieht ja mal, Alter, es sieht aus, als wäre er verprügelt worden. Atreus sieht aus, als wäre er voll irgendwie Vietnam-Flashback-Kriegsopfer, keine Ahnung. Boy, yes. Boy. Nani? Ohne Kack, ich dachte immer, dass Kratos-Mode ist einfach, hier ist einfach von irgendeinem Dings. Überhaupt nicht overkill. Vor allem, Alter! What the fuck? Erstmal macht das voll Schaden. Davon mal abgesehen. Und zweitens, seit wann kann diese Frau fucking Voodoo? Ist ja nicht so, dass die ganzen Herzlosen einfach jederzeit hier rein könnten oder so. Bekommst du mehr SP, wenn du Gegner angreifst? SP-Booster. Okay, müsste ich mal gucken. Am nächsten Mal. Spooster! Ich glaube, in der Welt sollte ich... Ich weiß nicht, ob ich hier... Eisgar reinhauen soll. Nani! Schon fancy, ne? Sie macht es Pluto. Erstmal danke für den Bit und natürlich da dran ich denken müssen. Mein, das Vibe ist, sie ist manchmal ein bisschen weird. Sag ich, dass ich mit Nepnep im Bikini rumlaufe, just saying. Shadow Boy! Okay, hier ist jetzt keiner. Kann ich ja in Ruhe eigentlich mal kurz die ganzen Truhen mir hier holen? Alter, diese Sternenaugen jedes Mal. Boy! Ich find's halt nur geil, dass irgendwie jeder, weißt du, ans Kreuz genagelt wird, der sagt, oh, ich find God of War jetzt nicht so gut. Mich interessiert's einfach nicht. Los, kreuzig mich. Ja, muss man auch. Ich meine, wie kannst du es wagen, diesem Spiel keine 10 von 10 zu geben, Alter? Ich gebe ihm nicht mal die Beachtung. Ich gebe ihm noch nicht mal eine Bewertung. Ist das eine fucking Edward Eric-Anspielung? Fake Metalchemist? Ein Pro-Tipp. Versuch niemals einen Menschen wieder zu beleben. Shit doesn't work. Dann halt so. Meine Güte. Das sind doch alle. You can buy slabs of questionable meat stuck between slices of bread. Klingt nach Meckes. Wie kommt Jasmin eigentlich jetzt in den Palast? Ich meine, da ist so eine Holzbar vor. Wenn sie jetzt da rein wollen würde, selbst wenn einer von innen versucht aufzumachen, ist die Tür verschlossen. Zauberei. Zauberei. Sensei, hallo. Es geht gut. Selbst.
Da fällt mir ein, ich habe gar nicht in der gesamten Story von jetzt Pirates of the Caribbean Jack's Limit benutzen können, obwohl ich es auf der Karte mit habe stehen. Kriegt man den nicht erst sogar später? Gute Frage. Was kriegt man später? Hä? Wo du meintest hier mit Jacks Finisher? Ja, den hast du eigentlich schon beim ersten Besuch, aber... Echt? Das Problem ist, es steht nicht auf Auto-Limit. Deshalb kannst du es nicht einfach mal kurz so triggern. Du musst dann halt wirklich in dieses Menü da mal reingehen. Warum willst du etwas auch auf Auto-Limit haben? Einfach, um es schön jederzeit ready zu haben. So sag ich mal, ich renne einfach mal kurz zu ihm und dann kann ich es triggern. Ich weiß nicht, mich hat das immer genervt, diese Autodinger. Ja, manchmal, wenn du halt gegen Herzlose oder niemanden kämpfst, die halt voll auf Reaktionskommandos basieren, dann ist es mal blöd, wenn da so ein Autolimit immer zwischendurch so sich reinmogelt. PSP-Charger sind teuer. Aber gut, SPs sind ja auch in dem Spiel ein bisschen wichtiger als vorher. Ey, der Minus-Freak! Das Game war für keine PS4. Alter, sogar Chica ist hier ein fucking playable Character? Ja, ist sie tatsächlich. Wow, ich krieg den Kopf nicht zu. Wie? Ist sie ein Reskin für Word? Seems like it. Selbst sie ist ein fucking DLC-Charakter. Wer ist in diesem Spiel kein DLC-Charakter, bitte? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Aladdins Morde. Das ist richtig gut. Aladdins Morde? Model. Ach, Model. Du denkst auch nur an Mord und Totschlag, ne? Ja? Mord, Totschlag, Brüste, Mädchen, das Übliche. Einzelhandel geschädigt halt. Da sowas passiert mit einem. Hier ist immer was los. Alter, dieses... Können wir mal bitte kurz gerade Soras und Donalds Face appreciaten? Oh, Moment, ja. Moment, bis... On Billy V.I.R. Nuri, komm, it's in Japanese P. Big Name, sie danke für die Bits. Andy, ich glaube, du bist an der Stelle, wo ich denke, dass du bist, oder? Ja, wo sie gerade mit Aladdin reden und dann gucken sie also beide so. Ja, irgendwie so. Weißt du, Sora hat irgendwie null Emotion. Donald guckt irgendwie, als hätte er sich eingeschissen und Goofy ist irgendwie woanders in der Welt. Ich mach davon jetzt Screenshots. Vielleicht kann ich sie zu Memes benutzen. Das war damals so, glaube ich, für den Part mein Thumbnail. Weil ich die Gesichter einfach zu geil fand. Sie waren einfach so. Ich weiß auch nicht. Out of this world. There she is. Big Boobs herself. Ja, das Meme-Face Face von Sorop. Well, ja, ich glaube, das ist so sein Meme-Face. Genau dasselbe wie aus Sonic Unleashed, das von Sonic. Es gibt immer noch Memes, gute Idee. Memes. It's bad! Aerial Finish, gib mir das. So. Boah, ich muss das ja gerade mal sagen, das wird gerade doch ein bisschen kühl, aber ich find's geil. Ja, das lasse ich so. Ich weiß, ich kann froh sein, wenn meine Wohnung mal so ein bisschen runterkühlt, weißt du? Weil die gesamte Hitze staut sich immer auf diesem Dachboden. Bin wieder da.
Und dann wird einfach so der Rest der Wohnung zu einer übergroßen Mikrowelle. Oh, Mikrowelle. Ey, das ist so krank, wie sauber mein Zimmer jetzt ist. Klinisch rein. Ja, nee, ohne Witz. Mein Zimmer war, glaube ich, seit gefühlt 10 Jahren nicht mehr so sauber und aufgeräumt. Also wirklich, so, also nicht, dass das ich zwischendurch. Ich muss noch machen. Nein, warte mal, lass mich kurz hier noch weiterreden, weil ich eben gerade das auch ergänzen wollte. Ist es nicht so, dass ich zwischendurch nicht aufgeräumt habe? Das habe ich sogar des Öfteren. Bloß es ist schon wirklich eine Weile her, wo ich wirklich richtig intensiv ausgemistet habe. Und ausgemistet heißt jetzt nicht, auch ja, ein bisschen Müll weg und dann hier den Rest lassen wir so wie vorher, sondern ich habe wirklich den Großteil meiner Sachen, die ich in den Schränken habe, weggeschmissen. Also ich glaube, warte mal, Moment, ich drehe es mal. Ja, gehen wir danke für die 5-Euro-Spende. Also ich habe ja immer noch die Müllsäcke, die ich halt die ganzen jetzt heute und gestern vollgepackt habe, habe ich ja hier immer noch in mein Zimmer stellen, weil wir die ja zum Müll bringen müssen. So, ich habe hier jetzt original einen großen Müllsack voll mit alten Decken und irgendwelchen komischen Kissen, die ich nicht mehr brauche. 2 große Müllsäcke voll mit Papier und Pappe. 2 kleinere schwarze Säcke mit Restmüll, einen gelben Sack voll mit Verpackung und einen kleineren blauen Sack voll mit Elektromüll. Voll. Also, ich habe sowas von aufgeräumt. Ich habe jetzt wirklich nur die Sachen, die ich wirklich haben möchte. Der Rest wurde gnadenlos alles weggeschmissen. Und ich habe natürlich noch Staub gewischt und dann die Fenster geputzt und gesaugt und hier ist alles jetzt so sauber. Ich meine, wie gesagt, mein Schreibtisch, er war noch nie so groß. Ich habe das Gefühl, der ist doppelt so breit. Mein Schreibtisch, er glänzt voller Größe. Ja. Deswegen, ich bin so stolz auf mich, dass ich mich dazu überreden konnte. Durchgerungen. Ja, weil ich mir gesagt habe, der Grund war eigentlich voll der weil ich habe ja gesagt, ich will irgendwann streamen. Dann habe ich so geguckt, oh, ich bräuchte aber für Stream bräuchte ich unter anderem halt mein Mikro und einen zweiten Bildschirm. So, dann habe ich festgestellt, oh warte, auf meinem Schreibtisch, so viel wie der steht, da ist gar kein Platz für mein Mikro und für einen zweiten Bildschirm. Ich müsste den Tisch mal aufräumen. Aber wo soll ich dann die Sachen vom Tisch hinpacken? Der Rest des Raumes ist doch auch voll. Weißt du was, wir räumen einfach den gesamten Raum auf, dann kann ich nämlich meinen Tisch aufräumen und dann kann ich wirklich streamen. Das war Zeit wirklich für Ausmistung. Ja, ich habe wirklich alles zerstört, einfach nur, das war... Ich habe alles weggeschmissen. Und jetzt sieht das hier so cool aus und ich fühle mich richtig wohl. Ah, ich müsste eigentlich mal eine Roomtour machen. Mein Zimmer ist jetzt richtig nice. Und schwenkt nach hinten, das ist mein Zimmer, Ende. Ja, ist echt so. Nein, aber es ist ein schönes Zimmer. Ich bin stolz auf mein Zimmer. So, hier war da jetzt die Ecke. Ja, Word hat eine Menge Software. Du meinst Hardware? Nee, ich glaube nicht, dass die hart sind. Hardware hab ich... Okay, nee, sorry. Könnte daran liegen, wo sie entwickelt wurde. Silicon Valley! Trigger. Wer hat das Mutterboot wieder angemacht? Das war random. Also, das passiert erst später beim zweiten Besuch, dass man die hier gut trainieren kann. Flat Folk can't help their flatness! Triggered. Wow. Alter, warum ist die Word in dieser Dimension so eine übertriebene Bitch? Ja, die mache ich jetzt noch.
weil ich nämlich hier statt Schmiede noch rein raus kann. Ach, die respawnen nicht? Ja, dann muss ich mal kurz aus der Welt raus. Da kann ich nämlich zu Gubi wechseln, meine... Zu Gubi? Meine Heldenform. Oh, ich hätte jetzt so Lust auf Süßigkeiten. Ich find's interessant, wie im Chat gerade so eine leichte Diskussion rauskommt, ob Brüste Hardware oder Software sind. Das ist irgendwo faszinierend. Also, ich weiß nicht. Software würde ich als das bezeichnen, was die Frau im Kopf hat. Und Hardware ist als das, was sie halt am Körper hat. Technisch gesehen, ja. Weil technisch gesehen, Hardware ist das, was du anfassen kannst. Ob es jetzt weich oder hart ist, das bleibt mal dahingestellt. Das ist... Wow. That's deep shit. Like Hedgehard, wir beantworten die wahren Fragen des Lebens. Wir stellen die wichtigen Fragen. Intermission. Und heute als Geschlechtsfarmer, wie bestellen Sie richtig Ihre Brüste im Computerstore? Tadaima! Haben diese Brüste denn auch WLAN? MP-Rage! Richtfunk. Fertig? Ja, ist erstmal fertig. Gut. Kann ich meine Party ja jetzt ändern? Nachher Dolan kann ich jetzt gerade nicht. Dolan. Onkel Dolan. I'm drowning, Onkel Dolan. Okay. Okay. Zack, zack, so, dann kann ich jetzt... Krieg ich jetzt zwar keine Heilung von ihm, aber fuck it. Oh, Napgear, come on. So. Neppel, Neppel. Jetzt wird sie sogar schon von den Babys aufgemuntert, ey. Babys. あ、顔もちつかっちゃダメです。私の先輩特許なんですよ。いいじゃん、行きたいから。いいリスンのケイチ。ネプちゃん。あ、そうだね。聞こえなかったのかな。あの、なん、私のことを置いてったお姉ちゃん。あれ、おかしいな。こんなネガティブなこと言うことなかったはずなんだけど。 それだけ置いていかれたことが答えてるんですよ。もうネプチューヌさんはお姉さん失格です。ネプギアちゃん。そんな、私だけが悪いわけじゃ。ね、なんか。Wow。なんか出た。何今のは。That's the very surprise. Unhelpful abilities. Ich finde es so schön, dass ich jetzt einen Luftschlitz eigentlich habe. So eine tolle Finisher-Fähigkeit. Alter, kommst du da runter? Nein. Was ist mein Souvenir? Muss ich? Nee. Ich habe gerade kurz Aladdin's Limit benutzt. Was ist das? Push it to the limit. Hab ich hier jetzt alles da, da, da? Ja. Hier schon alles mitnehmen? Oh, dort, ja. Oh, ja. Oh my, one more. Shinderu. Nani?
Ja, ist ja gut. Aua. Leck mich, du Sack. Oh, Antiform. Hab auch noch nicht. Die Antiform ist an sich eigentlich echt cool. Sie ist super toll. Problem ist, sie ist leider in den meisten Punkten negativ. War das gerade ein schlechter Anti-Joke? Tschüssi! Sekunde, ich bin gleich wieder da, bitte. Okay. Es ist gleich 20 Uhr, gleich machen wir nochmal kurze Essens- und Medikamentenpause für mich. Hoppala. Ja, da war Autolimit jetzt mein Untergang. Sag mal, Abu, komm her. Hey, Summon Boost, etwas, was ich niemals benutzen werde. Cool, Nepgear ist jetzt mit dabei. Warte mal, die möchte ich sogar. Oder. Warte mal. Ups. Was ist sie denn? Das mal ausprobieren. What? Wieso ist sie 8 Level höher als jeder andere? Okay. Sie ist mal mega overlevelt. Ja, warte mal. Hast du... Nee. Activated. Mal so. Ach so, weil das der ist. Okay. Alter. Alter, lässt du mich. Genau das wollte ich doch machen. Bombe. So, müsste die Mitte sein. Na? Da sind so viele Charaktere, man kann ja gar nicht alle ausrüsten. Nein, ich hab's nicht erwischt. Muss ich nochmal machen. Au! Du Sack. Sackiger Sack. So. Ja, an das Ding komme ich jetzt momentan nicht dran. Muss ich das hier nochmal machen. Ist genau in der Mitte, ne? Ja, genau in der Mitte. Ups, wollte ich doch gar nicht. Ich wollte nochmal nach oben. Hä? Where do I come from? Where do I go? Cut Nigel. Genau.
Ach stimmt, man muss ja gewisse Quests manchmal machen. Konnte ich irgendwo gucken, wo... Ah, hier, Details. Ich weiß nicht, wie Aladdin es gerade geschafft hat, kurz die Schwerkraft auszusetzen, aber... Okay. Kann man machen, ne? Aber... Der hat einen verkackten Genie. Die Antwort ist immer... Mike. Der ist ja gerade nicht da, genauso wie der fliegende Teppich. Trotzdem, Magie. Ja, die Quests waren... Die Quests in dem hier waren echt ein bisschen... Wäh. Ja, ja, warte mal. Nee. Geschichts. Yes! Gut. Achso, nee. Danke, Gubi. Blubi. Diese Fabrik. Money. Wah! Luigi. Ah, hier. Das ist der richtig? Nochmal nachgucken, sicherheitshalber. Nicht, dass ich mich da jetzt... ja, der ist das, okay. Ja, ist auch das erste Mal, dass es tatsächlich story-relevante Quests gibt. Vorher gab es das ja einfach nicht. Vorher gab es einfach nur Quests. Die waren da. Du bist doch bestimmt der, den ich suche. Ja. Oh nein! Herzlos, wir sind einfach zusammen. Weiß nicht, Dolan, vielleicht weil du einfach ein Unglücksfinger bist. Ich will wissen, wie das aussieht in der Form. Bei ihr sind ja die ganzen Fähigkeiten immer anders, sobald du in der HDD-Form bist. Deswegen will ich mal wissen, wie das jetzt aussieht. Das wäre echt Fighting Viper 2, okay. Das ist perfekt. It's the same move. Mano. Wow. Yeah! Maximum HP increase. Okay. Aber ich muss doch noch mal da runter, da waren doch noch Sachen und so. Oh, oder in der Schatzkammer. Ich hab gedacht, das wäre ein Apollo gewesen, ne? Aber. Hab ich bei Nepgear die Kombo nicht? Hä? Hey? Die Musik ist immer noch geil, ja. Bei diesen Mini-Bossen. Aber warum kam denn jetzt hier die Dings nicht durch? Alter! Ja, merkwürdig. So. Weg damit. Zack. Die Musik bei den Minibossen, das ist so einer meiner Lieblingsthemes. Generell auch der Theme von Nepgear ist aber auch nice. Ich
Ah, hier. Weißt du, jetzt habe ich irgend so einen random Bot geklatscht und jetzt Event. Das ist merkwürdig mit den Quests. So, ne? Neptune was beim EX-Drive kommt? Ich glaube ja. Ich glaube, das ist es. Das ist ziemlich agiler kleiner Zwerg. Ich find's geil, wie, weißt du, ein so ein kleiner Regensturm und Gewitter einfach mal das gesamte Gebäude runterkühlen können bei mir. Ja. Heute Vormittag war echt hier noch super warm. Ja, das ist, wie gesagt, echt mein Dachboden. Das heizt sich da oben einfach auf und dann ist das Ganze wie so eine Mikrowelle. Machst du das Training? Ich habe keine Ahnung, wie man das Training kriegt. Jedes Mal, wenn ich es frage, wenn ich frage, wie kriege ich das True Ending, kriege ich keine Antwort. Das ist immer irgendwo interessant. Okuchini ist wieder da. Haben die sich jetzt gerade über den Xbox-Controller lustig gemacht? Alter, Frank, da solltest du mal ganz kleine Brötchen backen. Deine Generation hatte einen Controller, wo bis heute, weißt du, fast eine halbe Äon später, keiner weiß, wie man das Scheißding richtig anfassen soll. Nunchucks sind Waffen. GameCube ist basically das Beste, was ihr jemals an Controllern rausgebracht habt. Dann habt ihr euch entschieden, lass Nunchucks haben. Und dann habt ihr euch entschieden, das Ganze einfach zu einem mega Ziegelstein von Controller zu machen. Und dann jetzt a Baby's Toy. Schon grinden gehen, da bestimmte Dungeons brauchst. Ugh. Grinding auch noch. And I'll make a fool out of you. Komisch, dabei hat man mir eigentlich gesagt, das True Ending hier im dritten soll eigentlich weniger kompliziert sein als im zweiten. Und im zweiten war das True Ending schon unnötig kompliziert. Was macht die denn jetzt hier? Ich muss aber sagen, Birds Outfit hier in dem neuen, im dritten Teil gefällt mir irgendwie. Oh, das ist so ein schöner Kampf für die Form. Bam. Jo. Oh. Liebe Word, niemand interessiert sich für die erste Xbox. Tough facts. Ups. Was ist das für ein Angriff? Den habe ich noch nie gesehen. Holy shit. Und Events schauen, mehr Boss und nicht fürs True Ending. Wenn Gaudi das weiß, dann werde ich den das nächste Mal fragen. Oder generell. Vielleicht kann er mir das ja auf dem Server erklären. Oh, das ist. Das ist echt doof. Yeah, fuck. Das Holy Sword Ending ist schwer, das hätte ich mal machen sollen. Das True Ending war schon schwierig genug. Weißt du, die ganze Zeit dieselben Quests grinden,
damit du die Shares irgendwie gebalanced kriegst. Das war fucking horrendous. Weil die einzige Möglichkeit ist, wie du die Shares balancen kannst, ist ja durch gewisse Quests. Aber du musstest auch alle Charaktere freigeschaltet haben. Ergo, du musstest erst die Shares für gewisse Nationen hochpushen, bis auf einen bestimmten Level. Und dann, wenn du dann den Charakter freigeschaltet hast, musstest du den wieder zurücksetzen. Das war so frustrierend. Bigger is always better, is it not? Ja, Blang, ist es das nicht? Deine Wii U anguckt. Wink, wink. Ja, dafür ist die Switch jetzt ordentlich kleiner geworden. Für manche Hände sogar schon zu klein. Für meine zum Beispiel. Dann hast du auch so große Pranken. Ja, wie kann ich es wagen? Oh nein. Yamete. Sochi ga sono ki nara. Ii desho. Beel-san made koko de abarenai de kudasai. Muron. Konna chinke na tokoro de Shiyu o kesuru tsumori wa arimasen wa. Tatakai no ba wa watakushi ga megami toshite no sei o uketa shinsei na basho to sasete itadakimasu. Was hat den denn ja? Temei no home ground made koi. Granatapfel. あの場所でならぜひ全然思ってあなた方を叩き潰して差し上げますわ。それってなんかベールが有利っぽくない？ヘイ、アルタ。わざわざ私たちがそこに出向いてあげる理由が見つからないんだけど。まあ、4人がかりでも怖いというのでしたら無理にとは申しませんが。ただしその時この大陸の女神は 私に恐れをなして逃げたと。4人って、あれ？Natürlich, Dona. Ach, Alter, du kommst auch? Cool, 3 Personen, die ich sehe. Mensch. Kannst leider nur morgen da sein. Fuck! Dann seht ihr euch nicht. Also doch nicht. Weil ich kann nur Sonntag. Ich habe nur Tickets für Sonntag. Will nicht, in Ansicht will ich nicht an Sonntag denken. So, wieder da. Ergi. Unsere... Danke! Und weiter geht's! Alter war auch schon mal abgeschlossen. Yay, ich kann Genie nicht rufen. Ich kann meine Summon-Leiste weiter leveln. Oh. Organisation 13 Cutscene mit Pluto. Geil! Na Alter, das hat sich ja schnell umgesprungen. Ich finde das toll, genau in dem Moment, wo du Pluto gesagt hast, hat Pluto so... Ja, mittlerweile nagt ihr ziemlich viel an Chris. Aber ich hab Schiss, dass der Typ irgendwann einfach wieder auftaucht und sich wieder voll heilt. Nee, der heilt sich nicht voll. In dem Moment, wo er überboten werden sollte, hockt er irgendwo in einem Glockenturm mit einer Sniper-Rifle. Sie haben den Bischof gestört. Conditions für True Ending beginnen ab Kapitel 5. Ah ja gut, dann kann ich ja bis Kapitel 5 noch easy spielen. Das ist ja, ich bin jetzt Kapitel 4, also von daher. Pfff.
Ist das jetzt ein Running Gag mit Napgear? Scheming Ability. Jemand im Hintergrund. Ich hab nie mitgekriegt, dass die, das ein Pfeifgeräusch ist. Warte, ich hab ein besseres Pfeifgeräusch. Pfeifgeräusch? Kasu? Lol. Jetzt erwartet, dass sie mit der ultimativen Pfeife um die Ecke kommt und dann nicht mal Seitenbacher drauf. Ich bin entsetzt. Oh, Alter, ich sag's dir, es hat ja hier heute nur gewittert, aber meine Wohnung ist jetzt endlich wieder runtergekühlt. Mein Hirn läuft nicht mehr raus. So, und jetzt kommt der zweite Besuch bei Twilight Town. Sterntreue bekommen, fancy shit. Oh, das Schwert ist voll. Ich muss noch ein paar Sachen hier in Agrabah erledigen, bevor ich es vergesse. Erst einmal, ich bin so kurz davor, die Werner-Form komplett aufzuleveln, also mache ich das jetzt auch. Da ist das auch schon. Weil ich gleich sowieso die Limit-Form dann kriege, glaube ich zumindest. Ich glaube, er ist immer noch in dem Zirkel, weil er einen fucking, ich weiß auch nicht, Mega-Bodysuit hat, der aussieht wie Eggman. I'm the Eggman. You like what you see? No. War wirklich Rin Mei Mei, wirklich. War nicht schön. So, aber ich glaube, ich lasse schon mal gut sein für heute hier. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, einmal abzuschließen. Nepo, Nepo. Genau. Pick up. Andy, wie lange streamst du noch? 22 Uhr vielleicht. Dann lohnt sich das ja tatsächlich, dich zu raiden. Jo. Kann ich die ja zu dir rüberschicken. Weil ich mal hier jetzt... Dann, das könnte ich. Dann haben sie sogar noch ein bisschen Shadow Action. Ja, eben. Also im Grunde basically yes. Von daher... Win-win. Ich schicke euch jetzt hier den...